Hallo, ich begrüße zu unserer heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute Talkshow Demokratie pur, freie Argumente-Plattform, hergestellt von Next Scientists for Future vom Weltrat für diverse Sender im Internetfernsehen. Ja, Jürgen Wagner, schönen guten Tag. Sag doch mal, wen du noch dazugeladen hast zum heutigen Thema, auch Stichwort Kommune und Kommunenleben als Bild einer neuen Gesellschaft. Ja, danke, Dylan. Es war ja so, dass wir bei der letzten Talkshow waren wir am Ende auch noch im Nachgespräch unter uns beiden zu dem Punkt gekommen, dass es letztlich darauf ankommt, eben, ja, wie Gandhi sagte, seid die Veränderung, die ihr in der Welt sehen wollt, und das auch in gemeinschaftlicher Form. Und dass wir da eigentlich sehr wenig ganzheitliche Hoffnungszeichen haben. Also Menschen, die jetzt sagen können, hier, da ist wirklich was, auch ein anderes System, ein anderes Entscheidungs- und Verteilungssystem. Da können die Menschen Hoffnung haben. Nicht nur, dass es überhaupt funktioniert, sondern dass es auch schöner ist als das, was man sonst so hat oder wie man miteinander umgeht. Und da hatte ich ja gesagt, ich versuche mal Leute einzuladen, die in Projekten sind oder versuchen, Projekte aufzubauen, auch vor allem Projektleiter. Auch von unserer Schenker-Bewegung. Da haben wir ja bis zu 10 Adressen in Deutschland und ein paar Leute habe ich angefragt, ob die mir dazukommen. Und dann kam ja überraschend jetzt noch dazu, dass ich im Moment in Berlin sitze, im Widerstandscamp halt für die Freiheit, gegen das Wegrutschen in die digitale Diktatur, wofür ja Corona auch aus meiner Sicht ein klassischer Aufhänger ist. Also man kann die Leute ja nicht leichter zu einer Diktatur überreden, als indem man sagt, wir brauchen zwar eure Gesundheit. Und da bin ich hier jetzt auch in einem Keimling, also es ist auch ein, kann man sagen, Kommune-Ansatz, weil da sollte ja eigentlich nach der Großdemo sollte es heißen, wir kommen, um zu bleiben, um eine Lösung herbeizuführen. Und ein Zeltcamp sollte sozusagen das Herz dieses Weitermachens sein. Das wurde immer weggeräumt von der Polizei mit ziemlich drastischen Mitteln. Und so sind wir hier gelandet dann auch in einem Projekt, nennt sich Garten der Freiheit. Die beiden Leiter des Projektes sitzen hier auch mit dabei, der Olli und der Thomas. Und ja, da habe ich mich dann natürlich auch reingestürzt sozusagen in dieses Zeltcamp, um da andere Substanz zu schaffen, eine andere Verantwortungsorientierung vom Einzelnen bis zur Gemeinschaft und auch zur systemischen Gestalt. Also eine gewaltfreie Konsensdemokratie, wo es nicht mehr nach Lobbyinteressen geht, sondern wo es danach geht, wie können wir auf Ganze verantwortlich sein, noch Rücksicht auf alle nehmen. Also jetzt auch nicht mit Gewalt über die Leute hinweggehen, sondern dass wir so lange vernünftig miteinander reden und zuhören, bis wir eine Lösung finden, die für alle gut sein kann. Und dass wir dabei auch, wenn wir Konflikte haben, nicht einfach sagen, gut, dann wird jetzt abgestimmt oder einer setzt sich durch oder eine Gruppe, sondern Konfliktarbeit machen. Also diese Substanz, Verantwortungsorientierung und so auch miteinander umgehen, vernünftig Konsens finden, das ist aus meiner Sicht das Herz jetzt wiederum der Sache, wenn hier Menschen sich so zusammenfinden, um so ein Hoffnungszeichen zu geben. Ja, und da sind jetzt halt einige dabei, Projektleiter und eben die Leiter hier dieses Gartens der Freiheit oder Freiheitscamps, was ja jetzt ein Stück weit eins geworden ist. Und dann habe ich noch meine idealistische Hauptbegleiterin, wenn ich hier von diesem Camp, das liegt ein kleines bisschen außerhalb, wenn ich da nach Berlin in die Mitte reingehe, um da zu gucken, Aktionen zu machen oder vielleicht einen neuen Zeltplatz auszugucken, den man erobern könnte. Okay, also diese Leute sind heute jetzt hier reingeschneit und ich denke, da können wir sehr spannend uns unterhalten über die Idee, wie Kommune ein vorweggenommenes Zeichen oder Element der Zukunftsgesellschaft sein kann. Ja, und ich darf gleich zu Beginn meiner Begrüßung oder Einführung zum Thema kurz sagen, dass wir eine ganz tolle Nachricht haben, einen Doktor der Physik aus der größten der neuen Widerstandsparteien, die größte Chance hätte und die dann auch einen Zugang vielleicht Richtung 10 Millionen Klicks im Internetfernsehen wirklich erreichen könnte, weil sie überall vernetzt ist, der war total begeistert von dem Lösungsmodell und den 20 Reformen der Next Scientists for Future. Wir bereiten auch schon erste Sendungen dafür vor. Hoffentlich klappt das auch alles, dass dieser Doktor der Physik sich wirklich durchsetzen kann in dieser Partei. Oder der hat schon gesagt, in seinem Regionalbezirk in Hamburg seien die Leute sehr angetan von den 20 Reformen der Next Scientists for Future. Und diese 20 Reformen führen ja letztendlich, am Ende steht bei uns ja das Stichwort, stehen ja zwei Stichworte.
die Hausarztkommunen und der Bonobo-Kommunismus sozusagen. Und da mache ich jetzt mal ein paar Bemerkungen dazu aus meiner Erfahrung aus dem Kommunenleben, beginnend damals mit der Zeit des legendären Sexgurus Bhagwan Sri Rajneesh Osho in Pune in Indien. Ne? Schluck Wasser. Und sozusagen meinen eigenen Kommunenprojekten mit meinen Schülern und so weiter. Und dazu muss ich sagen, dass sich in der Naturwissenschaft verdichtet hat, dass wir Menschen eigentlich eine Parallelevolution zum Bonobo sind. Pampaniscus Bonobo, der berühmteste Bonobo-Forscher, ist Professor Franz de Waal, der solche Worte gebraucht hat. Ja, die praktizieren ja Make Love Not War und das funktioniert auch noch halbwegs bei denen. Und die sind ja richtige matriarchale Hippie-Affen, das ist ja, hat ja matriarchale Züge und so weiter. Und dann hat sich das immer mehr verdichtet, dass wir immer mehr naturwissenschaftliche Einzeldaten bekommen haben, die eigentlich dafür sprechen, dass vor 400.000 Jahren wir es mit zwei Bonobos zu tun hatten. Dem Fellbonobo der Bäume sozusagen und dem Homo erectus, dem zweiten Bonobo, mit der felllose Bonobo, mit dem aufrechten Gang, mit den freien Technikhänden. Und mit einem sehr entsprechend mit den technischen Fähigkeiten sich hoch evoluiert habenden immer noch größeren Gehirn, was noch größere pazifistische Fähigkeiten zur Folge hat, sodass wir dann sozusagen eigentlich wahrscheinlich, ich habe hier so ein Bild vor mir, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber da sind so lauter Kommunen aufgezeichnet, so quasi in der Mitte einer Kommune. Wir gehen ja davon aus, dass Menschen eher in so Kommunengrößen wie 120 Individuen leben können sozusagen. Da werden ja die Kinder mitgezählt sozusagen. Und dass dann eben in die Nachbarkommunen, die ja drumherum angeordnet sind, dann jeweils die Töchter abwandern sozusagen, mit in der Pubertät abwandern und sich dann einlieben in den Nachbarkommunen. Und dadurch die Männer schenken alles, was sie finden an Nahrung, den geliebten Frauen und Kindern ihrer Kommune. Niemand weiß, wer der Vater welches Kindes ist. Dadurch gibt es auch keine Kindstötungen in solchen Systemen. Und die sind rundum friedlich, keine Rivalenkämpfe, keine Eifersucht, keine Eckzähne für Rivalenkämpfe. Also wir haben quasi das Gorilla-Stadium hinter uns gelassen, den eifersüchtigen Pascha hinter uns gelassen, genetisch sozusagen, eckzahnmäßig, und sind also eigentlich geeignet für eine Kommune, in der die Männer alles den Frauen und Kindern schenken. Und das wurde zerstört durch die Erfindung von Tauschhandel, freier Markt und freier Arbeitsteilung. Freier Markt und freie Arbeitsteilung führen dazu, dass dann notwendig Sexualität und Liebe unterdrückt werden muss und zerstört werden muss, weil Menschen werden nur shoppingsüchtig, kaufsüchtig, konsumsüchtig, zigarettensüchtig, alkoholsüchtig, medikamentensüchtig, drogensüchtig, wenn man ihnen die Glücksquellen der Natur wegnimmt, die natürlichen Lustquellen wie Musik und Tanz und Massage und Liebe und Sex und all das wegnimmt. Alles, was glücklich macht, wegnimmt, wegredet, manipulativ wegredet sozusagen, ohne böse Absicht. Das sind Irrtümer. Sogenannte vorteilbringende Irrtümer haben sich ausgebreitet. Und dadurch wurde unser Kommunenleben zerstört. Die Männer fingen an, waren sexuell frustriert und fingen an, machtsüchtig und konsumsüchtig und aber auch macht- und akkumulationssüchtig zu werden und fingen an, eben Milliardärskönige zu werden, weil sie sich eben in den Kommunen ja auch nicht mehr geliebt fühlten, weil dort die große Verklemmtheit von freiem Markt und freier Arbeitsteilung sich entwickelte. Und dann sind wir bei der Lösung durch die Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und so weiter, wird die gesamte Wirtschaft gelenkt, uns Menschen dienen zu müssen, unserem Glück dienen zu müssen, unserem Wohlfühlen dienen zu müssen, unserer Gesundheit, die Umwelt zu reparieren und so weiter.
Und dann entstehen erste Hausarzt-Gesundheitskommunen, wo wir alles beigebracht kriegen, wie wir gesund leben können und auch in einen gesunden Lebensstil entwickeln. Und dann werden erste Leute auf die Idee kommen, lasst uns doch mal den Bonobo-Kommunismus ausprobieren oder andere Schenker-Kommune-Formen sozusagen ausprobieren. Und lasst uns versuchen, dort mal zu gucken, so viel Glück zu entwickeln, dass dann die Milliardärskönige aus aller Welt mitleben wollen und dann anfangen, alles zu verschenken an die geliebten Frauen und Kinder ihrer jeweiligen Kommune und so dann die Schere zwischen Arm und Reich wieder zusammengeht und wir dann wieder ein gesundes, natürliches Leben führen wollen. Ich hoffe, das war jetzt mal so ein Überblick dessen, wo die Next Scientists for Future beim Thema Kommunenfrage stehen, also ganz konkret sozusagen Befreiung von den Unterdrückungen der Sexualität durch freien Markt und freie Arbeitsteilung, also neues Wirtschaftssystem mit einem planwirtschaftlichen Schutzdach, mit Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten und alles Weitere dann weiter. Und ab jetzt können wir dann so reihum beginnen, dass wir immer im 3 Minuten Redezeit, Urtakt sozusagen, jeder so sagt, wie er Kommune sieht und was er dort auch genießen möchte und erleben möchte und warum jeder von uns vielleicht auch gerne in einer Kommune leben möchte und so weiter. Also ich möchte auf jeden Fall in einem Leben so schnell wie möglich in einer aus einer Hausarzt-Gesundheitskommune hervorgehenden bonobo-kommunistischen Schenker-Kommune sozusagen. Ja? Ja. Das war meine Begrüßung. Ich hoffe, man konnte mich gut hören und verstehen. Alles Und bestens. wer sollte jetzt beginnen? Öff, mach doch mal einen Vorschlag, wer jetzt vielleicht, wer möchte denn erst beginnen? Die Reihum Ich bin der sozusagen. Ansicht, dass du hast ja jetzt den Gesamtüberblick, wer sich da alles eingeschaltet hat. Ich denke, die Reihenfolge ist. Lassen wir doch mal Ladies first, die junge Dame sich äußern, ihre ersten 3 Minuten. Sie habe ich in Erinnerung, weil wir haben ja nur eine Lady da, sozusagen. Oder willst du erstmal zuhören? Ja, ich muss erstmal zuhören, Entschuldigung. Sie will erstmal zuhören. Ja, dann, Also, wer wäre denn noch da? hier haben wir jetzt sitzen den Thomas und den Olli. Der Thomas zeigt auf. Der Thomas möchte direkt was sagen. Ja, dann beginnt der Thomas. Alles Beginnt klar. der Thomas. Und Merkt dann euch sag ein einfach bisschen mal die eine Reihenfolge, Reihenfolge. egal wie, ne? Dylan, dann sag einfach eine Reihenfolge danach, egal wie. Ja, also wir versuchen uns irgendwie die Reihenfolge zu merken. Thomas fängt an, ja? So, könnt ihr mich verstehen? Hört ihr mich? Sehr gut. Cool. Mal leiser machen. Oder hier die Kopfhörer noch einen mal. Ich habe Kopfhörer auf, ja. Ja, der FF hat ja hier Lautsprecher an. Kann er da stecken kurz machen? Guck mal, wenn man Stecker reingehen. Ja, warte mal hier. Ja, ihr habt ein bisschen Echo drauf. Ihr könnt den Lautsprecher vielleicht einen kleinen Tick leiser machen. Ja, haben wir jetzt gemacht. Super, ich höre dich gut. Gut. Ja, dann stelle ich mich mal kurz vor. Also ich bin Thomas, hier in Berlin geboren, jetzt bin jetzt 36 Jahre alt und habe vor 7 Jahren angefangen, mir die Probleme der Gesellschaft mal genauer anzugucken, in spezifischen Bereichen, allen Teilen, aber war schon immer daran interessiert zu erkennen, was sind denn die Probleme, warum kommen die Menschen nicht miteinander klar und habe da praktisch so ja, in meinem Leben meine Erfahrungen gesammelt als Teamleiter, Sportler und so eine Sachen. Ja, und bin jetzt im Prinzip aktiv geworden. Wir machen eine Bewegung, die nennt sich Prepare for Change. Das ist ein internationales Netzwerk aus Menschen, die dabei helfen wollen, die Menschen auf den Wandel vorzubereiten. Da gibt es um Wissenschaft, Technik, neue Gesellschaft, Gesundheit, Heilung, Meditation, Aufklärung, Medien und, und. Und ja, zusätzlich bin ich dann noch in den Bereich der Menschenrechte und Völkerrechte reingerutscht, sozusagen, und bin auf jemanden gestoßen, der 2012 eine humanitäre Organisation des Völkerrechts nach Genfer Abkommen gegründet hat, um die Zivilbevölkerung in Krisen und in Krisen und in Kriegszeiten zu schützen, aber auch aufzuklären und Vorsorge im Zivilschutz zu betreiben. Und dazu hat derjenige 2013 einen globalen Gerichtshof gegründet, der nennt sich Gerichtshof der Menschen. Findet man auf, also das beides findet man auf Menschenrecht minus, Quatsch, Mensch, Gerichtshof-Mensch.org.
und ichr.de. Und die andere Geschichte ist halt Prepare for Change, findet man, wenn man das eingibt, unter prepareforchange.net oder für den deutschen Ableger transinformation.net. Und aus diesem Gefühl, als mich als herzoffenen Menschen und auch empathischen Menschen, der intuitiv handelt und aus dem Gefühl heraus und nicht mehr so viel versucht zu erdenken oder zu erzwingen, ist dann dieser Garten auf Frieden entstanden als Möglichkeit, wo sich als Ort, wo sich Menschen begegnen können, wo Herzkommunikation betrieben wird und wo in dieser Gesellschaftsform sozusagen, in dieser Kommunikationsform schon alleine durch das Miteinander Heilung geschieht. Und wir haben hier einen sehr harmonischen Ort gefunden, also praktisch wie göttlich geführt, und erschaffen hier so das kleine Paradies und gucken mal, wie das funktionieren kann, und haben natürlich vor, unser Wissen über diese Form der Gesellschaft und der Kommunikation und alle Ziele, die damit verbunden sind, das heißt, sage ich mal, Gesellschaft oder Menschheit 2.0 mit freier Energie, Landwirtschaft ohne Chemie, mit einem Einklang mit der Natur, dass wir uns darauf praktisch schon hier ja geeinigt haben. Wir leben das eigentlich schon. Und mehr würde ich jetzt erstmal nicht dazu sagen. Und alles Weitere kann man vielleicht nochmal später dann erfahren, wie das genau gemeint ist mit der Herzkommunikation und der Heilung, die hier geschieht und was wir hier noch vorhaben. Dankeschön. Genau. Was mir spontan eingefallen ist, ist dann auch so Themen wie, was macht man mit Konflikten in Gemeinschaften? Was macht man mit Konflikten in Gemeinschaften und Mediation? Das können wir ja dann in den nächsten Runden noch auch machen. Also nicht Meditation, sondern Mediation. Also wie schlichtet man Konflikte, die ja auch oft in Gemeinschaften und Kommunen auftauchen. So, wer möchte denn als Nächster so einfach mal erzählen, so was er vielleicht bis jetzt auch für praktische Erfahrungen eventuell schon mit Kommune oder mit Zusammenleben gehabt hat oder so? Wer meldet sich eventuell? Eventuell können wir es sogar hier so machen, dass wir mein Telefon immer rumreichen. Dann haben wir diese Interferenzprobleme. Oder wenn es geht, okay. Also ich kann ja vielleicht als Übergang, ich hatte ja die Einleitung schon gesagt, bevor wir dann gucken, der Nächste. Ja, mach du doch dann mal schon deine Runde, indem du auch schon mal erzählst, wie das vielleicht auch mal so heiße Eisen anfasst. Wie ist das Thema Liebe bis jetzt in den Kommunen, die so rund um den Begriff Schenkerbewegung entstanden sind und so weiter? Sind die Menschen glücklich und so weiter? Denn glücklich sein, ich denke, ist das, was ja dann wieder für andere Menschen von außen wiederum attraktiv wirkt. Ne? Ja, kann ich was zu sagen. Ja, dann mach doch mal deine erste Runde. Ja. Gut, dann sage ich aber als Erstes noch, also Schenkerbewegung setzte an mit dem Versuch zu gucken, was ist die wesentlichste Grundweichenstellung, dass Menschen so in ihre Freiheit kommen, sich selber finden und von da aus alle möglichen anderen Fragen lösen können. Also es gibt ja zum Beispiel unterschiedliche Auffassungen in Kommunen über den Umgang mit Sexualität und vieles mehr. Aber was eigentlich, und damit komme ich zu dieser entscheidenden Weichenstellung, was für uns Menschen als denkende Tiere, oder wenn jetzt jemand meint, der ist kein Tier, sondern der Mensch ist was anderes, als denkende Wesen, was für uns Menschen als denkende Wesen, wo diese Fähigkeit nachzudenken, vernünftige Argumente zu prüfen, auch weit den Horizont zu machen. Wir können ans andere Ende der Welt und in die Zukunft denken. Also was für die denkenden Wesen sicher die Grundweichenstellung sein müsste, um sich in ihrem Wesen sozusagen zu fühlen und von da aus sich zu entwickeln, ist eben so sinnvoll wie möglich zu denken, auch gemeinsam zu denken. Und dass da nicht irgendeine ideologische Auffassung, was weiß ich, die einen meinen dann halt, die Kommunen müssten monogam sein, die anderen halt freie Liebe, dass man nicht am Anfang sich gegenseitig irgendeine Ideologie schon quasi so zwangsweise überstülpt, sondern dass man sagt, die allertiefste Weichenstellung ist, wir sind offen. Also wenn jemand kommt, er darf alles sagen und wir prüfen bei allem eben auch, wie sieht es jetzt aus mit den aufs Ganze sinnvollen Argumenten. Das ist für uns das allererste Grundgesetz und es wird keiner mit Gewalt übergangen. Wir hören wirklich zu.
Wir prüfen wirklich Argumentequalität, statt wer gerade jetzt lauter schreien kann oder wer mit irgendwelchen Machtmitteln dann eben sagen kann, jetzt setze ich mich durch, ne? Er hat mehr Besitz, er hat Gewalt in den Händen oder was auch immer. Sondern wir sind offen und wir prüfen wirklich, was hat, wenn wir nachdenken, die besten Argumente aufs Ganze. Und dann haben wir offen gelassen, ne? Zu welchen Ergebnissen die Leute kommen. Und die können experimentieren, auch in unseren Kommunen oder Kommune versuchen und können da draus entwickeln, was ja am Ende das Überzeugendste ist. Ich sage noch dazu, wir sagen, dass das der entscheidende Wandel ist auch. Also wenn ich jetzt hier in Berlin dabei bin, ich sagte schon, das eine ist, wie viele Veranstaltungen machen wir, das andere ist, ob und wie viele Zeltplätze wir erobern. Der wichtigste Punkt ist, wie sind wir innerlich? Sind wir die verantwortungsfähigen Menschen für die Zukunft? Gehen wir so verantwortungsfähig miteinander um, dass wir eben nicht als Gurus, Machthaber oder wie auch immer uns unterdrücken, sondern dass wir gemeinsam frei diesen besten Weg finden können, was ist für alle gut, was hat da die besten Argumente. Und damit sind wir eben, wie ich sagte, dann aus meiner Sicht die Veränderung, auch jeder selbst schon, die wir in der Welt sehen wollen und auch gemeinschaftlich. Und ich kann schon sagen, obwohl wir diese Offenheit haben, und es könnte jemand in Schenkerbilling auch kommen und sagen, ja, ich möchte auch eurem Prinzip folgen, so als globales Konsensgeschwisterchen alles Nötige zu planen, was eine Formulierung für unser Kernprinzip auch ist, in freier Argumentekultur. Da könnte jemand kommen und sagen, gut, dann machen wir hier mit ein paar Gleichgesinnten die monogame Kommune auf und sowas. Den Versuch, das Experiment, könnte sein. Aber ich sage dazu, dass ich glaube, dass wenn man wirklich frei und offen denken kann, dass man dann zum Ergebnis kommt, dass da wirklich so etwas wie die Schenker-Bonobo-Kommune ohne Staat und Geld rauskommt. Und was das im Einzelnen bedeutet, als logische oder vernünftige Schlussfolgerung, darüber sage ich dann im nächsten Beitrag. Ja, und genau. Und man muss sich auch dann nochmal fragen, irgendwie, wie der Bezug ist zwischen zum Beispiel den 20 Reformen der Next Scientists for Future, zum Beispiel Wohlfühlstimme, wie der Bezug ist zur inneren Freiheit. Wie frei ist der Mensch von heute, wenn quasi aus Profitinteressen der Konzerne heraus so viel unterdrückt ist in uns und so viel unserer natürlichen Liebesfähigkeiten eigentlich auch unterdrückt ist in uns. Ja gut, das ist genau das, was man dann in den nächsten Runden eben Thema machen möchte. Wer möchte sich jetzt zu Wort melden? Ja, ich kann mal hier direkt um mich herum fragen, bevor wir dann hören, wer noch alles dabei ist. Olli, willst du was sagen? Noch nicht? Wobei, das machen wir eigentlich immer in den nächsten drei Minuten dann, ne? Weil sonst kommen wir raus aus dieser Redekreislogik. Gut, dann können wir ja mal gucken, wenn du die Namen noch nicht notiert hast, wer ist denn noch mit dabei, wer möchte weitermachen? Und dann prägen wir uns am besten die Reihenfolge halt ein, die wir einmal haben. Ne? Ich habe also schon mal ich habe die Reihenfolge so ein bisschen mitnotiert bis jetzt. Super, so, super, ja, sehr gut. Einfach, wer Lust hat, einfach mal drei Minuten laut nachzudenken über, wie ist für ihn so das Leben der Zukunft? Kommunen, ja oder nein, oder lieber Single-Haushalt, oder ja, also so, wer möchte einfach mal laut denken sozusagen? Also hier ist der Sascha, ich bin gerade noch am Bahnhof, muss in ein paar Minuten einsteigen. Es ist noch zu laut sonst, dann würde ich dann einsteigen. Man hört dich allerdings ganz gut. Übernehmen kann. Also man hört dich schon ganz gut. Okay, gut, dann kann ich auch gleich anfangen. Vielleicht ein bisschen lauter reden, das wäre noch sinnvoll. Okay, dann versuche ich lauter zu sprechen. Ich bin der Sascha, ich bin auch im Garden of Freedom gestrandet sozusagen, auch bei Thomas und Olli mit FF viel geredet, deswegen hat er mich auch eingeladen, hier an der Diskussion teilzunehmen. Danke erstmal dafür. Ich bin aus Bayern, ich baue gerade eine Gemeinschaft auf, jetzt nicht kommunenmäßig, sondern erstmal im Sinne von gemeinschaftlich leben, Bewusstsein steigern, heilen, richtiges Essen anbauen. Im Dorf ist auch ein Permakulturhof, auf dem ich zeitweise auch wohne aktuell, um das Wissen anzueignen. Kostenloses Wissen von dem Besitzer des Permakulturhofs, weil er auch der Meinung ist, dass der Permakultur ein großer, wichtiger Meilenstein der Evolution sein wird, um saubere Nahrung für alle anzubauen und auch die Menge an Nahrung zu gewährleisten.
Permakultur ist bei uns auch ein großes Stichwort. Ja. Genau, also ich hab mich jetzt wieder für die Natur und für Pflanzen entschieden, nachdem ich 10 Jahre in der IT-Branche, Marketing-Branche, Design-Branche meine Erfahrungen sammeln durfte. Ich sag mal so, ich habe bei Babylon gelernt und möchte es jetzt auf die lichte Seite tragen und treffe immer ganz viele Menschen, denen es genauso geht, die den Zeitgeist jetzt erkennen, dass der Wandel jetzt da ist. 2020, 2022 ist eine goldene, wichtige Zahl. Es passiert im Hintergrund sehr viel. Für mich ist es so, dass das Geldsystem, wie wir es aktuell vorfinden, das Girard-Geld, Zinssystem fallen muss, um diesen Wandel herbeizuführen. Wie ein Eckpfeiler, ja, man kann das jetzt auch mit Menschen machen, wenn ein Assange frei wird und begnadigt wird als Whistleblower, dann werden hier ganz viele Menschen relativ schnell dorthin befördert, wo sie lange schon hingehören. Und das ist für mich der Startpunkt, aber ich bin im Hintergrund schon mit vielen Menschen vernetzt, die Gemeinschaften, Kommunen aufbauen möchten, mittendrin sind oder das schon haben. Und ich sehe mich als Vernetzungsperson, ich bin Netzwerker aus Leidenschaft und möchte diese Menschen, die suchen und die Platz haben, Land haben, vernetzen. Ich bin jetzt zum Beispiel mit Regina gerade noch unterwegs, die hätte einen Gnadenhof, die wurde nur ziemlich lang in die Psychiatrie gesteckt von ihrer Familie, damit sie diesen Erbschaftsstreit nicht gewinnen kann. Ihr wurde in vielen Ebenen Steine in den Weg gerollt und sie ist jetzt aber dabei, über Anwälte, die sie jetzt erst kennengelernt hat und über ihre Netzwerke dieses Verfahren zu kippen und hätte dann zum Beispiel einen Riesenhof, sie nennt ihn Lichthof, den sie dort errichten möchte, für psychisch, abgestempelte, psychisch kranke Menschen, die eigentlich so für mich keine sind, sondern die von der Gesellschaft, von der Politik und von Menschen, die die Wahrheit nicht hören wollten, systematisch stigmatisiert wurden, damit sie solche Lichtsäulen nicht aufbauen können. Das sind so meine Sachen, die ich angehen möchte, solchen Menschen zu helfen mit meinem Netzwerk, weil viele Menschen eigentlich Platz hätten, nur ihnen verschiedene Connections und Eckpfeiler eben fehlen, weil sie lange Zeit weggesteckt wurden. Zum Beispiel, da ist ja eigentlich viel Land frei für Kommunen und für solche Sachen. Das sind auch sehr intelligente Menschen. Ja, danke. So viel zu mir erstmal. Danke für diese erste Runde. Ich werde nachher auch dann was dazu sagen, zum Beispiel auch zu dem Thema Silvio Gesell, Zinseszins und so weiter. Da haben wir uns natürlich in der naturwissenschaftlichen Forschung auch lange mit beschäftigt. Werde ich nachher dann noch was zu sagen. Wer möchte jetzt schon auch in der ersten Runde schon mal noch was sagen? Ja, die können wir jetzt nur einzeln durchgehen. Also sonst weniger, wenn wir die jetzt selber aufsehen. Nö, ist kein Problem. Man kann ja jederzeit dann mit einsteigen und wer dann noch nichts gesagt hat, hat dann immer Priorität. Ich kann ja jetzt, also wenn sich jetzt niemand meldet, kann ich ja jetzt mal meinen zweiten Statement machen und. Ach so, na, unter den Umständen melde ich mich sofort. Ja, dann gerne. Hallo, bin ich dran, oder? Ja. Okay, also ich heiße Luis. Ist der Rasenmäher im Hintergrund zu laut? Ich höre nichts. Alles gut. Alles gut. Super. Also ich kenne Öffi von Extinction Rebellion und bin seitdem auch bei der Schenker-Bewegung. Ich kenne ihn so online seit Dezember und im März habe ich ihn besucht und zu Hause und bin dann auch auf einen Hof gegangen von ihm und seit Mai verwalte ich einen Hof der Schenkerbewegung in MacPom. Ich bin auch eine Art aus Berlin und ich möchte betonen, dass ich natürlich nicht für Extinction Rebellion spreche, das ist Leuten da wichtig. Und ich freue mich zu hören, was ihr hier alle sagt und das klingt richtig toll. Und
der Hof, den ich da verwalte, da ist heute, sieht der letzte Mitbewohner aus, dann ist die erste Generation durch, dann ist Platz für neue Leute. Der Hof heißt Morgenholt, da soll die Gesellschaft von morgen heute schon gelebt werden. Und ja, Extinction Rebellion beschäftigt sich ja mit der drohenden oder passierenden Umwelt, Klimakatastrophe und so weiter. Also es geht einerseits darum, aus meiner Sicht, dass wir anders mit der Natur umgehen und auch anders mit uns selber. Also ich mit mir und ich mit euch. Und ja, dass wir, es wurde gesagt, saubere Nahrung anbauen, dass wir vielleicht unsere Ansprüche sehr stark in Frage stellen, so dass das irgendwie nachhaltig mit dem Planeten klappen kann. Ich fand es schön, was du erzählt hast, Dylan, mit den Quellen des Glücks. Also super. Ich habe über einige Aspekte von euch allen tief froh gelacht. Und ich denke, es ist genau richtig, dass wir total offen rangehen und alles hinterfragen und ausrichten auf nachhaltige Gesundheit und glückselig machende, also das uns glücklich macht. Und ja, also der Hof sucht Mitbewohner und wir versuchen auch Permakultur anzubauen und auch Gnadenhof für Tiere. Ich selber war zweimal in der Psychiatrie durch krasses Kiffen und wurde von meiner Mutter sehr vertrauensvoll unterstützt, so dass ich da einfach wieder rauskommen konnte und Selbstbewusstsein tanken konnte. Ich sehe das auch so, dass wahrscheinlich einfach die Gesellschaft das Problem ist und nicht die einzelnen Menschen, die dann auf die Gesellschaft reagieren. Und bin da auch offen, dass zum Beispiel Psychiatrie ohne Medikamente bei mir passieren kann. Ich bin Erzieher, ich finde freie Pädagogik sehr spannend. Ich bin Musiker, ich will jetzt hier auf Spendenbasis eine Musikschule machen. Das hat natürlich auch mit Tanzen zu tun. Die natürliche Ekstase, die uns alle das Alltagsbewusstsein transzendieren lässt. Aber ich meine, wenn die Gesellschaft gesund wäre, wäre wahrscheinlich das Alltagsbewusstsein auch schon keine Qual. Ich höre es piepsen und gebe einfach weiter. Ja, vielen Dank für diese erste Runde. Da ist für mich natürlich ein Stichpunkt auch Extinction Rebellion, weil wir ja sehr viel mit Gespräche geführt haben mit Fridays for Future und Extinction Rebellion und so weiter. Ja, wer mag noch die erste Runde komplettieren, bevor wir die zweite Runde öffnen? Ich. Hört ihr mich? Ja. Ah, ich wollte mich auch nur vorstellen, ich bin Sebastian. Ah ja. Und ich bin auf alle Fälle, also ich lebe auch in der Kommune seit ein paar Monaten, also bis ich jetzt hier gelandet bin, in Berlin, und kann eigentlich da diesbezüglich nicht so viele Erfahrungen, sag ich mal so, hier beitragen, aber ich wollte mich halt nur kurz vorstellen und ich wurde von öfters eingeladen, weil er wahrscheinlich erkannt hat, dass ich das interessant finde, dass das Sound. Ist das da? Hallo? Ja, alles, jetzt, alles ja, bitte weiterreden. Ich, da muss irgendjemand rausgeflogen sein, aber dein Ton ist noch gut. Ja, jedenfalls, genau, und ich bin auch, also ich finde das auf alle Fälle super interessant, diese Geschichten mit Kommunen und so. Ich habe mir eine alte Feuerwehr gekauft und lebe da drinnen jetzt quasi seit Mai. Durch einen glücklichen Zufall kann ich da mein Homeoffice machen und so, und ich steige halt quasi so Schritt für Schritt ein bisschen aus. Bin nach wie vor noch angestellt, habe auch noch einen zweiten Job, mit dem ich ein passives Einkommen aufbauen will, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und das ist quasi dann, dass dieses Grundbedürfnis gedeckt ist, halt, was man so hat, essen, schlafen, das man hat und, das macht man ja heutzutage meistens über Geld. Und genau, und damit man dann diese Grundbedürfnisse abdecken kann und sich dann quasi kreativ und für die Allgemeinheit einsetzen kann. Also Kreativität wächst ja erst, man muss ja erstmal die Grundbedürfnisse abgedeckt haben, da gibt es diese Bedürfnispyramide. Und wenn man die alle abgedeckt hat, dann kann man erst kreativ werden und anderen Leuten helfen und politische, gesellschaftliche, künstlerische Ideen umsetzen. Das ist so ein bisschen das, weshalb ich quasi raus will aus dem Hamsterrad und was ich vorantreiben will. Und ich bin gerade auch so ein bisschen aufmerksam geworden, als ihr über den Physikprofessor geredet habt, oder
mit denen will ich mich auf alle Fälle, da will ich auch auf alle Fälle nochmal ansetzen, da das Thema freie Energie für mich seit mehr als einem Vierteljahrhundert maßgeblich ist. Das ist irgendwie so mein Thema schlechthin. Das ist, ich habe mein Studium in diese Richtung, sag ich mal, orientiert, dass ich damit helfen kann, das voranzutreiben, und ist, ja, mir ein sehr großes Anliegen, und da würde ich mich freuen, wenn ich da jetzt vielleicht irgendwie auf dieser Konferenz so erste Eindrücke sammeln kann oder wo man halt anfangen könnte, vielleicht, dass ich da was mitbekommen könnte hier in der Konferenz bezüglich autarken und selbstbestimmten Leben und Vorantreibung der freien Energie. Ja, vielen Dank soweit erst einmal, ja? Ja. Genau. So, noch jemand für die erste Runde? Ja, hallo, hier ist Oliver. Ja, für mich ist erstmal der Begriff der Kommune, wie definiere ich den jetzt überhaupt? Ist das jetzt nur die private Gruppe letztendlich, oder ist das jetzt schon größer geformt? Also ich sehe die Kommune letztendlich als die einzige Überlebensform der Zukunft an. Ja, wobei ich den Begriff Kommune auch viel, viel größer umfasse, als ihr den jetzt seht. Also das heißt so im kleinen Bereich, ein Hof oder sowas, das ist die Kommune. Für mich ist die Kommune eher die komplette Stadt, würde ich mal sagen. Die mit einem Bürgermeister, so sehe ich die Kommune. So wie jetzt, wie man, ja, ist ja auch der Begriff Kommune für eine größere Umfassung von ganzem Dorf oder was weiß ich und so weiter. Für mich persönlich, ich sehe das komplette Wirtschaftssystem, was wir haben, zusammenbrechen. Also das wird irgendwann, früh oder später, wird das komplett zusammenbrechen. Und dann müssen die Menschen zusammenrücken, müssen sich irgendwo selbst engagieren, wenn keine größere Gegebenheit mehr da ist. Das heißt, ich gucke jetzt mal in die nächsten 5, 6 Jahre und ich sehe da wirklich ziemlich düster in die Zukunft. Als Corona angefangen hat, meine erste Reaktion war, ich habe angefangen, meinen Garten wirklich fit zu machen. Einfach hab Holz gehackt, dass ich für den nächsten Winter Holz hacke zur Verfügung habe. Und habe jetzt hier mein Haus, wo ich auch im Januar wahrscheinlich raus muss, ist noch nicht dieses letzte Wort geredet, erstmal zur Verfügung gestellt. Und wir haben jetzt hier ein Zeltlager, wo Öff, Thomas und alle möglichen Leute jetzt, wir wollen jetzt hier irgendwie was reißen. Das heißt, irgendwas bewegen, wo man praktisch die viele Menschen mit ins Boot nehmen kann. Wobei ich das jetzt, um unsere Struktur hier überhaupt noch zu verändern, sehr, sehr schwer ansehe jetzt inzwischen. Also wir wollen meine Idee ist eigentlich, eine große Demonstration zu organisieren. Ja, die Berlin-Peace-Parade, die ich auch angemeldet habe. Und darum geht es mir eigentlich, viele, viele Menschen erstmal hier nach Berlin zu bringen. Weil ich bin der Meinung, wenn wir es schaffen sollten, unsere Strukturen, das heißt die ganzen Staaten, Gemeinschaften, so wie wir sie haben, das ist für mich eigentlich der springende Punkt. Wir müssen es schaffen, unsere ganzen Politiker weltweit in den Knast zu bringen. Und wenn wir das nicht schaffen, irgendwo diese Strukturen, dass wir erstmal überhaupt gesamtfrei sind, dann sehe ich wirklich ziemlich schwarz für unsere Gesellschaft, muss ich sagen. Also zu meinen. Meine Hergehensweise, also die Kommune an sich letztendlich, ja, sehe ich als das, um das jetzt mal so Berlin aufgeteilt, hier gibt es halt verschiedene Stadtteile, ja, Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte und so weiter, die haben ja alle jetzt einen eigenen Bürgermeister, und die Größe einer Kommune sehe ich in dieser Größe, dass halt praktisch ein Bürgermeister so für eine Kommune und die einzelnen Kommunen, lass es mal 50.000 auf der ganzen Welt sein, ohne Grenzen, ja, die müssen miteinander klarkommen. So sehe ich irgendwo die Kommune an sich. Also für mich ist die Kommune jetzt nicht einfach nur ein Bauernhof, wo ein paar Menschen zusammenleben, ja, die Permakultur machen oder was weiß ich, ihren eigenen Weg gehen, sondern eine viel, viel größer gefasste Genau, also eher das, was man allgemein so als kommunale Ebene bezieht. Genau. Und also was man ja auch von der Kommunalwahl her kennt und so weiter. Ja, genau, also schon etwas größere Bezirke. Ja, also so viel Danke. Aber ohne weltweite Grenzen, ja, ohne Staaten. Die müssen wir weg. Diese ganze Ebene, die muss weg. Ja, in meinen Augen.
Gut, danke schön für diese. Wenn wir die weg haben, dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das alles neu organisieren. Ja, danke schön für diese erste Runde schon mal. Ja. Okay. Haben wir noch jemanden, der bei der ersten Runde noch zu Wort sich meldet? Dann machen wir die zweite Runde, dann beginne ich, denn ich habe hier ganz viel mitgeschrieben. Und ich möchte erst einmal damit beginnen, dass ich ganz klar sage, vielen Dank also für die ganzen vielen Inputs. Was mir aufgefallen ist, dass die Inputs doch sehr stark in kleinen lagen. Und ich möchte ganz vehement plädieren dafür, dass wir nur, wenn wir Kleines und Großes parallel machen, aus meiner Sicht eine Erfolgschance haben. Ich verfolge seit Jahrzehnten die ganze Geschichte des Kommunenlebens und manche kennen vielleicht ZEG und Tamera, Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, Tamera in Portugal, die auch so mit freieren Formen der Sexualität viel experimentiert haben. Seit Jahrzehnten konnten diese Projekte nicht die Attraktivität erreichen, die wir gebraucht hätten, um daraus was Großes werden zu lassen. Und meine ganz klare Meinung dazu ist, als wissenschaftlicher Denker, ist, dass die Grundstruktur unserer Gesellschaft notwendig gegen die Kommune arbeitet, sozusagen, weil wenn Menschen miteinander glücklich sind, dann sind sie ja nicht mehr so offen für die Konsumsucht. Und der Mensch wird in unserem jetzigen Wirtschaftssystem gebraucht für die Konsumsucht und für die Shoppingsucht und die Kaufsucht. Und dafür muss er ein einsamer, kaufsüchtiger, sexuell unterdrückter Single sein, sozusagen. Denn der entfaltet einfach die größte Kaufkraft in unserem jetzigen kranken Wirtschaftssystem. Also, und wir haben diese zwei Kanäle. Extinction Rebellion ist ja die Schiene Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Extinction Rebellion. Da würden wir uns unheimlich freuen, wenn es da weiter voranginge. Aber die blockieren bis jetzt gegen jede von außen kommende Anregung und Idee. Und ich habe das ja im Forum mitverfolgt. Das ist ja traurig bis jetzt, wie es da läuft. Sozusagen. Und die zweite Ebene ist, das darf ich euch sagen, so als Optimismus, ich verrate es jetzt einfach mal, es ist die Partei Wir 2020. Also Stichwort Bodo Schiffmann und daher ist dieser Doktor der Physik, ja, aus Hamburg. Und ich hoffe, dass, denn wenn es über Bodo Schiffmann laufen würde und über Wir 2020, könnten wir wirklich mit 10 Millionen Klicks im Internetfernsehen rechnen, bei KenFM, bei all diesen Sendern. Es gibt ja massenhaft Sender, die riesige Klickzahlen haben im Internet. Und da könnten wir was Großes bewegen. Ja, also deswegen meine Grundbitte, meine Erfahrung ist, nur im Kleinen arbeiten hat es in den letzten 50 Jahren nichts bewirkt. Wir müssen parallel im Kleinen und im Großen wirken. Ja, parallel. Ja, und deswegen auch, und wenn man im Kleinen arbeitet, muss man sich auch um die Konfliktlösung kümmern. Aber gut, das dann vielleicht mal in der nächsten Runde. Und dann so nur noch ein Hinweis von mir. Zum Beispiel bei uns die Vorstellung der Bonobo-Kommunen, die beginnt immer so, dass eine Frau immer matriarchal es beginnt, eine Frau begründet immer eine Kommune, die verliebt sich dann in einen Mann und dann sucht die Frau weiterhin eine Frau, in die sie sich auch verlieben könnte, ein Stück weit wenigstens, platonisch oder doch mehr. Und dann guckt man, ob der Mann sich auch ein Stück in diese zweite Frau verlieben kann und so würde man dann Stück für Stück weiter wachsen. Und ich mache nur noch schnell die letzten zwei Punkte, dass ich sie mal angesprochen habe. Also ohne die große Lösung, also ohne dass wir das, was die Kommunen zerstört hat und begrenzt hat, dass wir das in den Reformen, ohne dass wir das beheben, wird es schwierig sein. Der Zinsansatz von Silvio Gesell, der hat bei uns in der Naturwissenschaft sozusagen, ist so gekommen, dass wir sagen, es war schon viel früher, das Übel war schon viel früher und ist viel älter. Vor circa 400.000 Jahren haben wir Tausch und Tauschhandel erfunden, da war von Geld und Zins noch nie die Rede. Geld und Zins kommen so vielleicht vor circa 40.000 Jahren ins Spiel. Aber da war schon alles Entscheidende gelaufen, weil auch beim Tauschhandel ohne Geld und ohne Zinsen war schon sozusagen die Gewinnmöglichkeit bestand schon darin,
unglückliche Menschen, kaufsüchtige Menschen, konsumsüchtige Menschen sind immer das Ziel dieser Tauschhandelsform gewesen und dafür musste immer ihre Fähigkeit zum Kommunenleben zerstört werden. Ne? Und insofern, also auch den Gedanken mit dem größeren kommunalen Denken finde ich interessant, nur es gibt so Hinweise in der Naturwissenschaft, dass der Mensch für Zahlen über 120 Individuen leider nicht geeignet ist, da wirklich liebevoll und wirklich kooperativ empfinden zu können. Ja, und dann noch zu dem, die Politiker in den Knast bringen. Also ich werbe dafür, nicht gegen die Politiker, sondern die Politiker mit ins Boot zu holen. Sozusagen, ich sage immer so, lieber Politikkönig, wir bieten euch 1000-mal mehr Lebensglück, 1000-mal mehr Gesundheit, 1000-mal mehr Langlebigkeit und auch noch ein sattes Wirtschaftswunder dabei. Und das ist der Grund, warum ihr die neue Welt unterstützen solltet. Wenn wir gegen die Politiker gehen, dann zeigen die uns einfach, dass sie die Macht haben und dann sind wir einfach sozusagen abgehakt. Wir müssen ja mit denen koalieren mindestens. Ne? Und das ist so mein Gedanke. Ja, ja, also so viel zu dieser ersten Runde. Wie gesagt, abschließend mein Statement zu dieser ersten Runde. Bitte, wir müssen darüber tiefer nachdenken, welche Evolutionsverläufe Tauschhandel ausgelöst hat, der freie Markt und die freie Arbeitsteilung, und dass diese Evolutionsverläufe alle gegen glückliche Kommunen arbeiten, weil der einsame, kaufsüchtige Single das jetzige Ziel ist, und deswegen brauchen wir die 20 Reformen, zum Beispiel der Next Scientist for Future, kann man darüber diskutieren, aber auf jeden Fall brauchen wir ein anderes Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das uns dann auch wieder erlaubt, in Kommunen glücklich werden zu dürfen, sozusagen. Ja, zweite Runde würde dann zum Beispiel beginnen mit Thomas. Ich gehe mal, Thomas. Ja. Ein paar Sachen hatte ich vorhin schon anzuführen. Also ich sehe den Menschen jetzt nicht als Tier, sondern als Beschützer des Paradieses auf Erden, der hierher gekommen ist, um Tiere, Natur und Umwelt zu beschützen. Und wir haben uns halt diese Rolle abnehmen lassen oder wir haben vergessen, wer wir sind und warum wir hier sind, also die ganze Menschheit. Und ich bin in dem Bereich Psychologie da sehr auf der Seite von Erich Fromm, der sagte, dass also um das jetzt mal so zu sagen, wenn die Primaten, also die Affen, Sex machen, um Stress abzubauen, das ist nur eine Form der Verbindung zu anderen Menschen, und zwar die physische Form. Und der Erich Fromm hat gesagt, dass zum Beispiel orgiastische Vereinigungen oder orgiastische Feiern, die ja auch schon früher gemacht wurden in heidnischen Dörfern oder als Ritual, dass man halt Orgien, auch also Trinkorgien gemacht hat oder Musik also gefeiert hat. Und in einigen Kulturen ist es dann halt auch ausgeartet in Sexexzesse, Sexorgien, die dann danach, wenn der diese orgiastische Vereinigung vorbei war, die Menschen erstmal glücklich gemacht hat in der Zeitwelle, weil sie halt dieses Gefühl hatten, mit den anderen verbunden zu sein, den anderen zu fühlen und dieses Verbundenheitsgefühl innerlich wie äußerlich zu haben. Doch nach einiger Zeit, so sagte Erich Fromm, geht dieses Gefühl des Gemeinschaftlichen wieder vorbei und man muss diese Orgien wiederholen. Und der Endeffekt, der Quintessenz ist, dass wir ja durch die Zivilisation, also dadurch, dass wir zu zivilisierten Menschen gemacht wurden, so wie es mal die Indianer sagte, also bevor die weißen Männer kamen und uns die Zivilisation brachten, hatten wir keine Gefängnisse, wir hatten keine Schlösser vor unseren Türen und wir mussten auch keine Angst haben. Und wenn jemand was gebraucht hat, so hat er ein Pferd gekriegt und ein Zelt, weil es ist alles da, es steht alles zur Verfügung. Und wir leben halt in einer Verschwendungsgesellschaft und die Zivilisation sozusagen hat dazu geführt, dass die Menschen eine Zivilisationskrankheit bekommen haben. Und die suchen nach Verbindung, nach echten Werten wie Familie, Gemeinschaft, Kommune sozusagen. Das ist der kleinste Ursprung. Und nur in der offenen Kommunikation und in der wenn wir unser Herz öffnen und uns wirklich öffnen können, dann können wir
diese Ersatzdroge Sex und Alkohol oder so, brauchen wir die nicht mehr, denn wir fühlen uns, dadurch, dass wir mit den Menschen verbunden sind, innerlich, brauchen wir diese äußerliche Verbindung als Hilfe. Sexualität ist da ein Mittel zur Anbindung zu Gott und zu den anderen. Kann man diese, sag mal, diese Faktor Sex da auch so mal beschreiben, warum das so läuft? Und das muss jede Kommune oder jeder Mensch für sich selbst ausmachen, wie weit er da ist, ob er noch diese orgiastische Vereinigung als Befriedigung braucht oder ob er auch so glücklich werden kann, ohne Drogen, ohne Alkohol und ohne Konsum von Sex oder Pornografie in dem Sinne des Körperlichen. Und Sex muss was Sinnliches sein, das ist was Intimes und das ist was sehr Wichtiges. Und da müssen wir auch wieder hinkommen in die innerliche und die äußerliche Verbindung. Ja, danke. Ja, jetzt habe ich auf der Liste stehen als nächsten Öff. Ja, gerne. Übrigens, wenn jemand was sagen möchte, der noch nicht in der ersten Runde dabei war, gerne, den schieben wir dann dazwischen, ne? Genau. Ja, ich kann sagen, ich hatte am Ende meines ersten Beitrags schon gesagt, das freie Denken ist nicht so, dass das dann da alleine steht, sondern hat ja dann 1000 Schlussfolgerungen. Also auch große Schlussfolgerungen, wie aus meiner Sicht eben Ende des Tauschhandels, Ende des kapitalistischen Systems, Ende aller fremdbestimmenden Staaten bzw. Herrschaftsverhältnisse und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht läuft es hinaus über Zwischenformen, also wo ich am geeignetsten auch durchaus finde, solche Kommunenvorstellungen, also Hausarztkommunen und was da so für Ideen sind, wie es auch die Next Scientist oder der Weltrat sagen, hin dann zur Bonoboschenka-Kommune. Also das sehe ich alles so. Ich glaube, dass sich das auch alles toll ableiten lassen wird, wenn wir erstmal dazu kommen, dass wir wirklich frei denken, nach dem, was aufs Ganze sinnvoll und verantwortlich ist. Und so auch gemeinsam denken können und Strukturen, auch gerade Entscheidungsstrukturen, also Kommunikations-, Konfliktbearbeitungs- und Entscheidungsstrukturen schaffen, die es uns erlauben, frei zu denken und das Sinnvollste und Verantwortlichste zu entwerfen. Und ich sage nochmal zu Einzelpunkten dann was, aber erstmal noch zu der Wurzel, weil ich glaube, das ist wirklich ganz spannend, sich das vor Augen zu halten. Und deshalb haben wir in Schenker-Bewegung auch gesagt, wir legen keine andere Ideologie fest oder in den Kommunen kann dann sehr frei experimentiert werden. Jeder kann immer kommen und kann sagen, ich glaube hier was anderes, hat vernünftigere Argumente für den Sinn des Ganzen. Und dann wird nicht gesagt, aber unsere Ideologie steht dagegen, sondern wird gesagt, okay, wir sind da total offen. Also wir werden die Argumente prüfen und dann gehen wir auch danach, was die besten Argumente sind. Also diese Freiheit. Und ein Spruch von mir, um das deutlich zu machen, wie ich glaube, wie diese Wurzel so ausgeprägt werden muss. Ich sage immer, richtiges Denken ist der beste Orgasmus. Weil wenn das unser tiefstes Wesen ist, das entscheidende Wesen von uns, dann sind alle anderen Aspekte des Lebens von untergeordneterer Bedeutung. Ne? Wenn es rauskommt, haben wir vielleicht auch den sexuellen Orgasmus oder die Orgien. Aber erst einmal sollten wir sehen, unsere Wesenserfüllung, also aus dem zu leben, was unser eigentlichstes tiefstes Wesen ist, das müsste die entscheidende Motivationswurzel werden. Da müssten wir das entscheidende Glück drin sehen und empfinden. Und wie wir da hinkommen, also Riesenaufgabe, und ich bin kein naiver Utopist, also ich halte es für wahrscheinlich, dass die Menschheit sich zugrunde richtet, weil sie es nicht hinkriegt, ne? Also, aber man muss ja halt tun, was man kann dafür, weil ich glaube, es gibt keine andere Rettungslogik, keine Heilungslogik, keine, die aus der Wurzel eben zur Verantwortung fähig ist. Und ja, das sei nochmal betont, dass ich das so ganz wichtig finde, den Menschen freilassen zu dieser Wesensentfaltung, das auch nicht durch Herrschafts- und Abrechnungssysteme behindern, sondern die Reflexionsform finden, also Argumentekultur, die Kommunikationsform finden, die Konfliktbearbeitungskultur entwickeln und dann die Konsensdemokratie. Da sehe ich durchaus, ne? Es hilft uns nichts, wenn wir nur kleine Bauernhöfe haben. Und da setzen sich die Leute hin und versinken in der Meditation oder im Denken. Wir brauchen dann die Ableitung, wie auch ein gesamtes Gesellschaftssystem daraus erwachsen könnte. Aber das steckt ja in der Idee der Konsensdemokratie mit drin. Also so fundierte Basiskommunen in der Zahl, wie Menschen miteinander so offen und gemeinsam denkend und entscheidend umgehen können. Ich glaube auch, das hat so seine zahlenmäßige Begrenzung. Ist auch nicht bei jedem Menschen gleich. Und dann eben, dass die so menschheitsgeschwisterlich teilen und wir dadurch eben ein
also auch mit Sprecherräten, die sich bilden für überregionale Entscheidungen, dass wir so ein verwurzeltes Entscheidungs- und Verteilungssystem aufbauen können. Und das ist die Substanz, für die ich hier auch in dem Gemeinschaftsbesuch jetzt in Berlin mich als erstes stark mache, die Wurzeln. Diese Freiheit des Denkens und dann aufs Ganze verantwortlich. Okay. Ja, das wär's. Vielen Dank. Und der Sascha kann sich ja schon mal bereit machen, während ich vielleicht nur noch mal so den Stachel versuche zu setzen. Nämlich, wie gesagt, wie du es eben auch richtig gesagt hast, nur im kleinen Bauernhof gelingt die Welttransformation nicht. Also im Großen und im Kleinen parallel arbeiten. Und bei der sexuellen Frage immer sich fragen, ob man nicht eigentlich auch der Unterdrückung, der kapitalistischen Unterdrückung der Sexualität folgt, wenn man dann die Sachen eher wie, Fromm war auch mein Ausgangspunkt in der Kindheit, ja, ob wir da nicht sozusagen wiederum die Sexualität wegromantisieren, ja. Denn ich darf euch das naturwissenschaftliche Ergebnis als Stachel noch mitgeben in die nächsten Talkbeiträge. Das naturwissenschaftliche Ergebnis sagt ganz klar, als die Sexualität runtergefahren wurde in den ursprünglichen bonobo-kommunistischen Menschenkommunen sozusagen, begann die Akkumulationssucht und die Machtsucht der Männer und damit die Zerstörung der Erde. Ja, also das heißt, ich gehe schon so weit wie Dieter Duhm, der sagt also sozusagen, der Frieden in der Welt geht nur über die Liebe und zwar auch über die körperliche Liebe, denn das ist das verbindende Band, was uns Menschen so richtig kooperativ und liebevoll macht. Sascha, wie siehst du das? Ja, danke nochmal für das Feedback. Also ich bin auf Thomas Seite eher. Ich glaube, dass diese Bonobo-Evolutionsgeschichten volles Flaggertext sind, um die Menschen von ihrem eigentlichen Dasein abzulenken, beziehungsweise wir göttlich geschaffene Wesen sind. Ich war lange Zeit nicht gläubig, würde mich eher als spirituell ansehen. Ich folge jetzt keiner Religion, so, ich folge aber auch nicht der Evolutionstheorie, solange wir das nicht wirklich wissen, was Sache ist, wer wir sind. Und da gebe ich Thomas recht, wir müssen uns erstmal selbst finden. Wir müssen uns alle erstmal auf einen Selbstfindungstrip begeben. Den habe ich 2 Jahre lang hinter mir. Ich war auf dem Jakobsweg, ich habe mich aus der freien Wirtschaft rausgenommen, quasi Systemaussteiger gemacht, um mich mal selbst zu finden, zu reflektieren und erstmal zu forschen, wer bin ich? Was wurde mir denn in der Schule eingetrichtert? Also von der gesellschaftlichen Mind-Control-Seite mich beschäftigt. Was sind hier alles für Mechanismen im Gange, die uns nur irgendwas Glauben machen wollen, dass wir das glauben, auch um diese Konsumwelt aufrechtzuerhalten. Ich war 2 Jahre lang in einer offenen Beziehung. Jetzt höre ich dich nicht mehr. Moment, nochmal bitte wiederholen, ich habe dich gerade nicht gehört. Okay, Entschuldigung. Offene Beziehung war das Letzte, was ich gehört habe. Ah ja, genau, ich war 2 Jahre in einer offenen Beziehung, also in einer polyamoren Beziehung, habe mir das angeguckt, bin aufgekommen für mich selbst, dass das funktionieren kann mit viel Kommunikation und so weiter und so fort, es aber für mich im Prinzip jetzt nicht die Lösung der Dinge ist, diese, ich sag mal, Kommunen als Vorbild zu nehmen. Die Kommune 1 ist ja jetzt auch nicht als Vorbild, sag ich mal, ja, in den Köpfen der Menschen, ob man das Ganze jetzt so wortklaubereimäßig als Kommune bezeichnen soll oder will, deswegen muss man vielleicht auch mal nochmal nachdenken. Für mich ist es so, dass Permakultur einen sehr wichtigen Faktor darstellt. Es gibt da auch Menschen, die da lange drüber geforscht und referiert haben, die meinen, dass man, wenn wir nur Deutschland alleine auf Permakultur umstellen und weg von der Monokultur gehen und den Mais eigentlich in die Biogasanlage schmeißen, was völliger Irrwitz ist. Also wir müssen erstmal denkerisch woanders hin. Wir brauchen einen kompletten Mindset-Switch in allen Ebenen, ob das Geldsystem ist, Zusammenleben, Nahrung herstellen, Wasser, ein wichtiges Thema, Wasser zu reinigen, zu energetisieren, hexagonal, strukturell aufzuarbeiten, dass wir diese Mind-Control-Strukturen, die wir eingebläut bekommen haben, falsche Glaubenssätze, also erstmal für mich ist Bildung an erster Stelle. Die Menschen müssen end-mind-controlled werden und geheilt werden auf allen Ebenen, körperlich sowie seelisch. Und für mich ist auch
gelöst haben, werden wir im Großen uns schwer tun, Menschen für Kommunen und Bonobos zu begeistern, weil die Menschen das nicht fressen aktuell. Das ist meine Meinung. Also erst im Kleinen vorleben auf den Bauernhöfen. Es gibt schon viele, die es vorleben, und ich bin der Meinung, Vorleben ist das beste Mittel für Menschen. Ja, wenn man denen zeigt, dass es funktioniert, wie es funktioniert, dann ziehen die von automatisch alleine nach. Die sehen, ach, das gibt's ja nicht. Da gibt es ja Menschen, die machen das anders und das funktioniert auch. Also so systemaussteigermäßig, beziehungsweise ja, back to the roots. Das ist so meine Einstellung dafür. Ja, vielen Dank dafür, ja. Und gerade dazu passend möchte ich aber nochmal den Stachel sozusagen aufmachen, dass das jetzt natürlich vieles, was ich jetzt gehört habe, klingt so, ja gut, das schaffen wir in den nächsten 1 Million Jahre werden wir dafür brauchen, für diesen langsamen Weg, ja. Ich will den Stachel nochmal setzen und auch wegkommen davon, dass es also um die Next Scientists for Future geht, sondern wir müssen die Augen öffnen, wir müssen reinnehmen in die Diskussion die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, trotz vieler Bedenken, die unsere Wissenschaftler diesbezüglich haben, aber wir müssen die Gemeinwohlökonomie auf jeden Fall mit in die Diskussion reinnehmen, was ja auch Fridays for Future schon offen getan hat. Und Polyamorie war ein gutes Stichwort, das geht ja schon ansatzweise manchmal in Richtung, ich war auch oft dort bei solchen Treffen und so weiter, das geht so ein bisschen wenigstens auch schon Richtung Bonobo-Kommunismus. Und dann müssen wir auch noch, also nach Gemeinwohlökonomie, auch noch reden über das Thema Bürgerräte, Bürgerversammlung, gelost, ungelöst, lost, Volksabstimmungen versus Wohlfühlstimme der Next Scientist for Future. Also wir haben mindestens 3 große Themenbereiche für den großen Bereich Gemeinwohlökonomie, Bürgerräte, Versammlungen, Volksabstimmung und die 20 Reformen der Next Scientist for Future mit der Wohlfühlstimme. Und irgendwo da, denke ich, wird die große Lösung liegen, und dann müssen wir gucken, was wir im Kleinen machen können. Und jetzt habe ich auf der Liste als nächstes den Luis. Ist der Luis noch da? Ja, danke schön. Ja, ich bin da. Ja, interessant, was ihr so erzählt. Sexualität, Sucht oder nicht. Politiker in Knast oder nicht. Geldsystem hier und da. Aha. Ich finde das toll, da total offen zu bleiben. Und also du meintest, XA ist im Forum traurig anzuschauen, und war bisher nicht interessiert. Also XA ist halt, also Extinction Rebellion ist halt sehr divers, und ich finde das in dem Forum, auf das du dich beziehst, den Beitrag, finde ich auch traurig. Wir können ja mal vielleicht versuchen, Kontakt zu vertiefen, und dann kann ich mit den Leuten, mit denen ich da mich gut verstehe, können wir schauen, ob das passt. Eine wichtige Sache ist denen, dass man den Wissenschaftlichkeitsbegriff ausreichend gründlich klärt, so dass die sich dem anschließen können. XA denkt, also ich kann nicht für XA sprechen, so wie ich XA verstehe, dass sie eben auf Seiten der Wissenschaft sind. Aus meiner Sicht wird das bisschen nicht so gründlich von allen Seiten beleuchtet, wie es geht, auch was Corona angeht, wobei das auch nicht mein Spezialgebiet ist oder so, aber ich würde mir da gründlichere Hinterfragung wünschen, und friedlichere Hinterfragung, wie es auch dem Prinzip der gewaltfreien Reflexion entspricht. Und, ja, genau. Wir müssen einfach offen bleiben dafür, wo ist auch Pseudowissenschaft und wo ist Wissenschaft, wo ist Naturwissenschaft, wo ist sogar Pseudonaturwissenschaft. Ja? Also wir müssen da ganz kritisch bleiben. Übrigens, wenn ich so unterbreche, dann stoppe ich immer die Redezeituhr. Also es geht niemandem Redezeituhr verloren. Aber ja, aber da wäre es toll, wenn man bei Extinction Rebellion auch mal endlich in vernünftige Gesprächsebenen käme. Ja, also gut zu hören mit der Redezeit und so. Also wie gesagt, lass uns da uns austauschen, lass uns sehr sauber verstehen, was die für wissenschaftliche Ansprüche haben. Und wenn die der Meinung sind, dass die nicht erfüllt werden und du der Meinung bist, das ist Unrecht, dann lass uns da zäh und aufgeschlossen und freundlich diskutieren. Es ist ihnen auch sehr wichtig, dass ich von rassistischem oder diskriminierendem oder menschenfeindlichem Gedankengut distanziert wird. Und was ich hier alles höre, klingt super. Mit Corona, Widerstand 2020, keine Ahnung, ich kenne mich da alles nicht so aus, aber ich krieg mit, dass
viele Leute das mit Rechtsradikalismus oder Populismus oder sonst was in einen Topf schmeißen. Ich glaube, das ist hilfreich, wenn man sich da einfach immer wieder auf Liebe und totale Offenheit und Diskriminierungsfreiheit beruft. Das könnten wir ja jetzt alle tun. Und ich glaube, das kann ich erstmal dazu sagen. Und was halt auch recht krass ist, dass wir halt laut den wissenschaftlichen Aussagen, die ich so als relevant kennengelernt habe, dass wir halt so verdammt wenig Zeit haben, dass es eigentlich schon viel katastrophaler ist, als diese ganzen öffentlichen Klimagipfel und bla offiziell verhindern wollen. Und also ich kann halt nur krass ermuntern, zu reflektieren, welchen Lebensstandard brauchen wir und wie wollen wir, ja, ich glaube, wenn unser Gewissen rein ist, dass das krass glücklich macht und dass das so Synergieeffekte freisetzt, wenn wir alle ehrlich damit sind, was ist falsch, vielleicht sind wir noch süchtig danach, vielleicht haben wir keine andere Alternative auf dem Schirm, aber wir wissen schon mal, es ist falsch und wir sind alle gierig danach, eine Alternative zu finden, ob das jetzt Handy, Laptop, plastikverpackte Süßigkeiten, Bio-Nüsse vom anderen Teil der Erde sind. Also wir wissen halt alle, dass es irgendwie scheiße ist und ich glaube, wir müssen in das reine Gewissen kommen und dann kommt die Intuition auch krasser und wir finden Lösungen für alles Mögliche. Dankeschön. Ja, vielen Dank für diesen Input und ich setze nochmal den Peaks rein sozusagen. Ich war ja vor dem Corona-Ausschuss vor 60.000 Zuschauern und sogar dort habe ich über die Unterdrückung der Sexualität reden können. Also auch bei den Corona-Kritikern oder Nachdenklichen ist die Offenheit wirklich ganz frei, über zukünftige Gesellschaft nachzudenken, also auch über das, was Extinction Rebellion eigentlich ja auch will, dass es irgendwie eben bloß nicht in irgendwelche rechten Ecken rutscht, sozusagen. Ich war da mit dem linken SPDler Dr. Wolfgang Wodak im Gespräch. Also das heißt, Corona bedeutet eben nicht, dass es nicht auch kommunistisch gedacht werden darf, sozusagen, sondern dafür sind auch die guten Leute in dem Corona-Bereich offen dafür. Und aufgrund dieser 60.000 Zuschauer kam dann auch der Anruf von dem Wir 2020-Mitglied, dem Doktor der Physik. Ne? Ja, in der Liste habe ich jetzt, ich glaube, das war eben Luis, wenn ich mich recht erinnere, und jetzt habe ich in der Liste Sebastian stehen, falls er noch da ist. Sebastian. Anwesend. Eigentlich habe ich das gesagt, so was ich sagen wollte. Ich glaube, jetzt kommt von mir erstmal nicht mehr so viel, ich höre aber weiter zu. Ja, alles klar, du kannst dich ja jederzeit dann auch wieder einklinken, ja? Jo, alles klar. Dann habe ich den Oliver hier noch stehen. Ja, bitte sagen. Warte, Oliver will im Moment nicht sagen. Alles klar. Gut, dann beginnen. Kann ich dann noch mal kurz was einwerfen, weil es ganz gut passt zu dem Vorredner? Ja. Und zwar, wenn man sich wirklich mal mit dem Thema Permakultur nicht nur oberflächlich, sondern intensiver beschäftigt. Ja, wir bieten auch Kurse bei uns in Bayern auf dem Hof, wo man wirklich da mal tiefer einsteigen kann, weil das ist ja nicht nur Garten, da geht es ja auch um Bau, da geht es um Upcycling, da geht es um Lebensphilosophie, das ist ziemlich tief. Und wenn wir schon beim Thema Wissenschaft vorhin waren, ich glaube, dass die Welt aktuell so ist, weil wir die Wissenschaft benutzt haben, um die Menschen so zu machen, wie sie sind. Und das sieht man zum Beispiel an dem Thema Monsanto, Roundup und so weiter und so fort. Wenn Fridays for Future und Greta jetzt den CO2 als Bösewicht der Nation ausgerufen hat oder eigentlich als globalistischen Staatsfeind Nummer 1 und man sich mit Permakultur beschäftigt und weiß, dass die Erde so kaputt gemacht wurde mit Roundup, dass die Erde keine richtigen, also keine Nährstoffe mehr halten können, keinen Stickstoff mehr halten kann, kein CO2 mehr richtig halten kann. Wenn man die richtigen Erden herstellen würde, zum Beispiel Terra Preta Erde oder allgemein richtig den Boden bestellen würde allein nur, nicht Monokultur Roundup drüber sprüht, sodass eigentlich da nichts mehr wächst, dann wäre die Erde, die Mutter Erde allein schon in der Lage, komplettes CO2 zu speichern. Aber diesen Weg geht keiner, den denkt keiner durch. Und das sind Sachen, wo ich der Wissenschaft immer wieder vorwerfe, das mit Absicht zu tun. Und
Fridays for Future auch so eine Art, ja, ich weiß es nicht, lobbyistische Arbeit halte. Weil wenn man Greta anschaut und analysiert und tiefer reingeht, wer ihr Opa, wer ihre Mutter ist, was sie für Connections hat, was die für Agendas haben und in welchen Lobbyagenturen die drinstecken, muss man und sollte man auch das hinterfragen. Also Permakultur ist in so vieler Weise wichtig, das kann man nicht einfach so vom Tisch kriegen. Und was Wissenschaft an sich, weil wir vorhin von Pseudowissenschaft gesprochen haben, wir haben einen Vorreiter der Naturwissenschaft gehabt, der nennt sich Rudolf Steiner und der hat auch Wissenschaft begründet. Ja, viele sagen natürlich, er ist ein Nazi, so macht man wieder irgendwelche Dinge auf, um wieder zu stigmatisieren und in Schubladen zu stecken. Okay, meinetwegen, aber wenn man sich mit seiner Lehre beschäftigt und mal alles Rassistische, was man da finden will, ja, man will ja auch immer finden und dann drauf rumzutrampeln, wenn man das mal weglässt und einfach seine Dreigliederung anschaut, dann hat man eigentlich den Schlüssel schon gefunden. Und das ist halt auch wieder solche Menschen, auch Anastasia-Bücher, die dann in die rechte Ecke gestellt werden. Da ist eigentlich schon alles drin. Die Frau, die genau erzählt, wie es abzulaufen hätte. Man sollte sich diesen Menschen wieder mehr widmen und die nicht als Nazis abstempeln. Danke. Ja, vielen Dank soweit. Ja, dann beginnen wir jetzt die dritte Runde und ich beginne wie immer die dritte Runde jetzt und rufe dazu nochmal hier für mich das Schaubild auf. Also erstmal zwei Dinge, vielleicht noch an den letzten Redner noch den Hinweis. Ja, Permakultur und Cradle to Cradle, zum Beispiel Cradle to Cradle, sind für uns natürlich auch ganz wichtige Sachen. Aber wie gesagt, die wissenschaftlich, naturwissenschaftlich entscheidende Frage ist ja, warum Permakultur, was seit Jahrzehnten bekannt ist, und Cradle to Cradle und all die Sachen, die seit Jahrzehnten bekannt sind. Es liegt doch an dem fehlgeleiteten Gesamtwirtschaftssystem, dass genau das immer noch nicht Standard geworden ist und immer noch nicht zum Normalfall geworden ist. Ja? Und deswegen sage ich jetzt mal so, und Greta Thunberg haben wir ja den Kohlestopp 2026 angeboten, sozusagen. Aus gutem Grunde, weil wir sagen, wir können eben die Unsinnigkeiten unseres Wirtschaftssystems beenden durch die 20 Reformen und dadurch uns sogar den Luxus leisten, tatsächlich mit dem Kohlestopp 2026 voranzupreschen. Aber leider hat Fridays for Future das auch nicht angenommen, weil es dort auch ähnlich chaotisch zugeht, wie ich das bei Extinction Rebellion erlebe. Sehr chaotisch, ohne klare Linie und man greift gar nicht die Angebote, die man bekommt, greift man leider gar nicht richtig auf. Kohlestopp 2026, das Angebot von unseren 23 Professoren steht tatsächlich immer noch, ja, trotz alledem steht das Angebot noch. Aber was ich jetzt mal reinbringen muss, ist, was macht denn unser Wirtschaftssystem mit uns? Ja? Warum hat es dafür gesorgt, dass Permakultur immer noch nicht Standard ist, sondern das Gegenteil Standard ist, Roundup bzw. Glyphosat überall Standard ist? Ja, weil das Wirtschaftssystem genauso funktioniert. Wir haben immer in unserem Wirtschaftssystem, wir haben das Naturgesetz, wir sprechen heute ja nicht mehr von Evolutionstheorie, sondern von Evolutionsbiologie. Und ich bin sogar so weit vorgesprecht, dass ich gesagt habe, wir müssen von dem Naturgesetz von Mutation und Selektion sprechen. Und wir vergleichen immer den ersten Früharzt und Frühhändler, der noch in der Wahrheit lebte, und den zweiten Früharzt und Frühhändler, der nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion sich irgendwann geirrt hat und anfing und sagte sozusagen, nein, ihr könnt auch ruhig das ganze denaturierte Zeug aus der Lebensmittelindustrie sozusagen, die natürlich erst viel später kommt, aber das könnt ihr essen, das spielt keine Rolle, ihr müsst um mir. Nein, die Viren sind allmächtig und total gefährlich und die sind die wahren Killer, nicht der krankmachende Lebensstil, nicht der unnatürliche Ernährungsstil, nicht die unnatürliche Landwirtschaft ist das Problem, sondern es ist einfach nur, ihr müsst mir einfach mehr Impfungen, Tests und Bestrahlungen und Operationen abkaufen. Und dann, ja, und so entstand eine Evolution. Diese Irrtümer erwiesen sich als unheimlich vorteilbringend, weil die Leute, die auf diese Botschaften reingefallen sind, kaufen ihm ganz viel ab, diesem Früharzt und Frühhändler, der im Irrtum lebt. Und sein Irrtum erweist sich als vorteilbringender Irrtum. Er kann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird dann der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach und von Aldi und von Alnatura und wie sie alle heißen. Sodass also letztendlich eine Evolution entstanden ist, sozusagen, die in die Richtung geht, dass
alles, was unser Leben zerstört und uns zum Käufer macht, zum Shopper macht, sozusagen in der Evolution sich massenhaft ausgebreitet hat. Die Welt ist eine Welt von vorteilbringenden Irrtümern geworden, die sowohl Cradle to Cradle unterdrücken, die Permakultur unterdrücken, die Rudolf Steiner unterdrücken, auch wenn er natürlich meinen naturwissenschaftlichen strengen Regeln nicht ganz entspricht. Aber ich finde schon auch sympathisch, was er so gedacht hat. Ich finde auch viele Waldorfschüler zum Beispiel sehr aufgeweckt und sehr nachdenklich. Ich habe da sehr positive Erfahrungen mit. Aber entscheidend ist doch die Frage, warum hat das jetzige System Cradle to Cradle unterdrückt, Permakultur unterdrückt, Steiner unterdrückt, alles unterdrückt und hat uns am Ende Glyphosat, Roundup und all diese Sachen gebracht und die Zerstörung der Erde gebracht, eben weil die vorteilbringenden Irrtümer sozusagen das sind, an was die ganze Welt glaubt. Und deswegen brauchen wir die 20 Reformen. Ja, aber wer bringt denn, Entschuldigung, dass ich da kurz reinrutsche, denn diese Argumente? Wir wissen doch, die Wissenschaft weiß doch eigentlich, dass es Quatsch ist, alles mit Roundup zu besprühen. Ja. Das ist doch vorsätzlicher Völkermord, was hier läuft. Ja, das ist... Die heilige Wissenschaft als ein Heiligtum, das sind die Zerstörer dieser Welt. Die haben die Spiritualität abgekappt mit Mind Control, mit Glyphosat, mit Fluorid. Die haben die Leute in den Irrglauben geführt und sagen ihnen jetzt, die sind aus dem Affen entstanden. Davon müssen wir weg. Also wir müssen eine komplett andere Denkweise, Denkstruktur wiederherstellen. Wir müssen die Reden anschauen. Nur eben, wir sollten nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich stimme zu, dass 90% der Wissenschaft Pseudowissenschaft sind, die den Kommerzinteressen bestimmter kapitalistischer Konzerne dient, wie ein Sklave sozusagen. Aber zum Beispiel, ich rate nur an, dass die Evolutionsbiologie mit der Vorstellung von der Affenherkunft sozusagen uns befreien kann, weil sie uns eben eine Freiheitswissenschaft ist, die uns erklären kann, was da schiefgelaufen ist. Also insofern spannendes Thema. Machen wir doch genau in diesen Themen weiter. Und jetzt wäre meines Wissens der Thomas in der zweiten Runde dran. In der dritten oder vierten Runde dran. Dritten. Ist Thomas noch da? Hört ihr mich? Ja, sehr gut. Okay, gut. Ich habe ja zugehört und zwar das Thema der Sexualität und überhaupt wie unser natürlicher Ursprung, wie wir miteinander umgehen, zerstört wurde, fing in der Spiritualität an. Das heißt, wir wurden abgekappt von unserem Bewusstsein und mit der Anbindung zu Gott mit mehreren Techniken oder Kriegen und sonstiges. Und der Ursprung, also auch, um das mal so zu sagen, es wurde das natürliche Prinzip der göttlichen Weiblichkeit, auch der Sexualität zerstört. Oder ein falsches Bild den Menschen auferlegt, auch durch die Dogmen der Religionsgemeinschaften, die gemein gehandelt haben, um den Menschen halt den direkten Kontakt zur Spiritualität zu nehmen. Hexenverbrennung und. Ja, selbst mit Bibellesen war ja dann irgendwann am Anfang ein bisschen kritisch und so. Und durch diese Trennung zwischen Mann und Frau wurde auch die Familie zerstört, das Heiligtum sozusagen, ja. Und da fing dann der Streit an, dass dann halt, wenn Mutter und Vater sich streiten und nicht mehr richtig zusammen klarkommen, auch im Bereich der Sexualität, ja, Machtspielchen, Intrigen, Neid, Hass, alles die sieben Todsünden, dass die halt dazu geführt haben, dass auch die Kinder psychisch kaputt gegangen sind, weil sie keine richtige Gesellschaftsform in Form einer Familie, in einer Sippe, einer Dorfgemeinschaft haben, die ja früher, wenn man jetzt die Germanen nimmt oder andere Völker, in ihrer Sippe praktisch gelebt haben und aber trotzdem in einer Gesellschaft mit anderen Dörfern, anderen Völkern immer Handel betrieben haben, immer Austausch betrieben haben, immer auch Kulturen Austausch betrieben haben, und das war ein natürliches Prinzip. Und die Menschen wurden dann halt, wie gesagt, vielleicht auch durch die Religionsgemeinschaften von der Sexualität abgeschnitten. Das ist verboten, das ist nicht gut, Unzucht treiben und. Dann ganz genau das Gleiche wie Empfang von Telepathie, Hellsichtigkeit, Weissagung und Hellsagung, also
Heilung und Kräuterheilkunde, das wurde uns alles genommen und kaputt gemacht. Und jetzt müssen wir einfach wieder lernen, also nicht, also ich will so, dass die Wissenschaft hat ein Problem. Und das haben viele gesagt, und zwar, sie denkt materialistisch und beachtet nicht die Quantenphysik, dass der Beobachter das Experiment beeinflusst, wie Einstein und alle anderen festgestellt haben. Auch Tesla hat sich mit der Energie und auch Frequenz beschäftigt. Und von meiner, also ich sehe es so, dass alles, wenn wir eine neue Gesellschaft aufbauen wollen, eine neue Lebensform, also eine neues Zuhause sozusagen, wo wir uns alle einig sind und wo es keinen Krieg mehr gibt und kein Leid mehr, dann müssen wir bei uns selbst anfangen, in der Familie, in der Sippe, in der Dorfgemeinschaft. Und wenn dieses Gefühl sich überall verbreitet, dann wird auf Erden irgendwann wieder Frieden herrschen. Und daran arbeiten wir alle. Danke. Ja, jetzt habe ich den Öff auf der Liste. Und Öff, vielleicht eben auch, du kannst ja auch mal was sagen, vielleicht müssen wir auch so ein bisschen praktischer werden. Ich habe es ja vorhin angedeutet, auch Gemeinwohlökonomie, Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Volksabstimmung oder eben Wohlfühlstimme. Ja, zum Beispiel ja auch, ja, vielleicht sollten wir dann auch irgendwann mal darüber sprechen, welche, denn wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Die einen sind spirituell, die anderen sind relativ stark religiös. Rudolf Steiner liegt vielleicht irgendwo dazwischen und so weiter. Wir kommen aus unterschiedlichsten Herkünften. Ich komme aus der ganz strengen Naturwissenschaft sozusagen, aus der Evolutionsbiologie und Psychologie, Evolutionspsychologie und naturwissenschaftlichen Psychologie. Und aber irgendwo was tun, ja, also Wohlfühlstimme oder Gemeinwohlbilanz oder Bürgerräte oder, ja, denn Extinction Rebellion denkt ja auch über Bürgerräte nach. Ja, sag doch mal was dazu, dass wir versuchen, so ein bisschen so den Praktischen uns auch zu nähern. Ja, also ich danke dir, und ich möchte aus dieser von mir beschriebenen Wurzel, weil ich glaube, eine Wurzel ist nur eine Wurzel, wenn wir immer auch das, was daraus wächst, auch aus dieser Wurzel wachsen lassen. Wenn jemand sagt, ja, ich glaube ans freie Denken, ist eine tolle Theorie, im nächsten Moment redet er über irgendein Einzelthema, was jetzt nicht, Permakultur, Spiritualität, Tauschsysteme, und das ist einfach eine Ideologie und wird nicht in Zusammenhang gebracht mit diesem freien Denken, dann sind wir wieder in verschiedenen Ideologien, die sich da vielleicht einfach auch, ja, gegenseitig ausschließen. Ich glaube, wenn wir uns klar machen, wir wollen über alle Möglichkeiten, wie die Menschen jetzt freiwillig aus Einsicht zu einem insgesamt verantwortlichen Leben kommen können, da wollen wir wirklich frei drüber nachdenken. Wir wollen nicht irgendwo Ideologie wie ein Betonpfeiler in den Boden rammen, sondern wir denken frei drüber nach. Wir lassen auch Experimente zu, nicht nur Gedankenexperimente, sondern auch soziale Experimente. Und wir finden gemeinsam heraus, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und da will ich zwei Bereiche quasi ansprechen. Zum einen, wie kann man da Dinge zusammenführen, die jetzt in den einzelnen Redebeiträgen gesagt wurden? Und die Frage jetzt, das geht auch das Praktische bei dir, Dylan, wie kriegen wir lösungsorientierten Durchbruch? Weil tolle Ideen, die nicht greifen bei den Menschen, bringen uns nicht den Durchbruch. Also wie kann man gute Ideen zusammenfügen, statt dass da gegensätzliche Streitigkeiten draus sind? Und wie kann man den Durchbruch finden, die Massen reinzuziehen? Dabei sage ich erstmal, dass wenn wir wirklich alle uns ständig bewusst bleiben dieser Wurzel, wir denken frei und offen und wir prüfen alles miteinander, dann ist zum Beispiel der Gedanke der Permakultur in der üblichen Form, wie er gedacht wird, oft noch zu kurz gedacht, weil es dann eben Gartenbau und Bauweisen oder sonst was. Aber ich vertrete ganzheitliche Permakultur, also eine dauerhafte Kultur, weil da gehört dann alles zu, auch der Mensch. Und dann sind gerade die Geistes- und Sozialeinstellungen des Menschen der wichtigste Teil der ganzheitlichen Permakultur. Denn der ist wie ein Dampfwalzenfahrer, der jetzt über die Erde brettert. Und es hilft uns gar nichts zu gucken, wie können die Pflanzen besser wachsen oder wir bauen ökologischer, wenn wir nicht erstmal den Menschen dazu bringen, von der Dampfwalze runterzusteigen und zu gucken, wie kann er ein harmonisches, organisches Teil dieses Gesamtbiotops werden. Also da verbindet sich dann der Aspekt Permakultur mit dem Gedanken Spiritualität, Konsens, Demokratie und alledem. Wir müssen es ganzheitlich denken. Damit komme ich zum Punkt Sex und Spiritualität auch als Verzicht auf Sex eventuell. Ich glaube, wir sollten das alles nicht vorentscheiden und sagen, hier zack, ist die Ideologie und wir können nur noch jetzt mit Leuten was zusammen machen für die Revolution, die genau auf unserer Linie sind. Denn natürlich gibt es sowohl die Vorstellung,
dass man durch geistige Entsagung, dadurch, dass man sich immer mehr auf die innere Erleuchtung und sowas konzentriert, dass man auch so äußere Dinge wie jetzt Sexglück nicht mehr unbedingt haben muss, gibt es. Und ich denke, man sollte das nicht ausschließen. Wenn ein Mensch sagt, der Kontakt zu Gott, die Liebe zu Gott ist so wichtig für ihn, dass er da nicht viel äußeren Sex braucht, ich denke nicht, dass man da irgendwas dogmatisch festlegen sollte. Und auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, dann ist ja in Indien, ist ja die Tantra-Tradition, ist das, die das verbindet, diese spirituelle Erleuchtung und Vergeistigung mit der Bejahung der Materie und des äußeren Lebensglücks, auch der Lust durch Sexualität und sowas. Wenn das jemand sagt, nichts als dogmatische Betonpfeiler in den Boden rammt, sondern lasst es uns erforschen aus der Wurzel des freien gemeinsamen Denkens heraus. Ich mache mal vielleicht an der Stelle ein bisschen weiter, andere haben sich auch dazwischen geschoben, um die Aspekte, die ich noch nicht genannt habe, kurz zumindest anzusprechen. Also lasst es uns als offenes Experimentierfeld sehen. Ich glaube nämlich, dass wir am Ende feststellen werden, wir wollen höchste geistige Erleuchtung und wir sind materielle Wesen dabei, die gleichzeitig auch Sex genießen können oder die materielle Erfüllung und Bejahung der Materie. Und genauso mit Familie. Familie ist für mich auch ein Hochwertbegriff. Also auch wie in Artikel 1 der Menschenrechte steht, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen. Brüderlichkeit steht da, Geschwisterlichkeit ist besser, emanzipierter. Ich glaube, bei Familie müssen wir dann nämlich prüfen, was ist das, was uns wirklich voranbringt, was ein Schlüssel für die Zukunftsentwicklung ist, also die natürliche Wurzel von freiwilligem Teilen miteinander beispielsweise. Da ist die Familie super und wir kommen bestimmt nicht in eine Welt des Teilens, wenn wir diese natürlichen Wurzeln nicht auch mitbedenken und integrieren in die Arbeit. Auf der anderen Seite sind Familien auch Mafia-Familien. Familien können patriarchale Strukturen sein, wo der Familienvater über die anderen wie über Eigentum verfügt und Dogmen verkündet. Familien können blutsverwandtschaftlich orientiert sein und schließen andere Menschen aus, also zugunsten einer Blutsverwandtschaft, auch wenn der andere viel ehrlicher denkt oder verantwortlicher denkt, weil für meinen Bruder opfer ich den, der ehrlicher denkt. Also gibt es ja ganz viele Sachen, wo man bei Familie jetzt prüfen müsste, was sind die Aspekte, die wir brauchen, auch für die Vorwärtsarbeit in die Gesellschaft der Zukunft und was steht uns eher im Wege? Was sind falsche Autoritätsstrukturen oder falsche, ich sag mal, Lobby-Privilegierungen auch, ne? Dass mein Blutsverwandter, auch wenn er ein Verbrecher ist, mir trotzdem förderlicher erscheint als der gerechte Mensch, den er gerade umbringen will oder ausbeutet. Also das muss man alles ganz vorsichtig prüfen und ich glaube wirklich, dass der Ansatz der Next Scientist for Future mit der Wohlfühlstimme, das kann eine super Therapie sein, auch darauf Kommunen erstmal aufzubauen als Übergangsschritte, weil es eben so ist, dass wir die Menschen dazu bringen müssen, in ihrer Sucht ihr Befinden wahrzunehmen. Der Heroinabhängige will nicht drüber nachdenken, wie geht's mir morgen oder wie geht's mir mit der Sucht. Langfristig ist die Sucht schlecht, das weiß er eigentlich auch. Deshalb will er nicht genauer gucken, wie geht es ihm, aufs Ganze gesehen. Und wenn wir den Menschen sagen, ja, schaut doch mal, wie es euch geht, ob jetzt mit der Arztbehandlung oder den Lebensmitteln, die ihr esst, und guckt ständig nach, wie euer Wohlbefinden sich entwickelt. Das ist ein tolles Gegenmittel, um sie aus der Suchtlogik rauszuholen, wo nur der Augenblickskick zählt und man darf nicht weiter gucken. Sie verbieten sich selbst auch das Weitergucken. Also insofern sind solche Maßnahmen wie die Wohlfühlstimme aus meiner Sicht wirklich Sachen, die von unten aus der Bevölkerung dieses Wachstum zum Verantwortungsbewusstsein dann hervorbringen können. Aber ich sehe eben beides auch. Wir brauchen solche Übergangsstrategien in die Massengesellschaft hinein, Strukturveränderungen da. Und wir werden ständig auch den Zielzustand so direkt wie möglich vorleben müssen. Wenn wir sagen, am Ende wäre es vielleicht sowas wie die, ich sage jetzt mal, aufgeklärte oder spirituell erleuchtete Bono-Boschenka-Kommune. Wenn wir nicht heute schon jede Gelegenheit nutzen, das vorzuleben, was haben wir dann für ein Ziel? Wen wollen wir damit überzeugen? Wenn die Leute auf uns gucken und sehen, sogar da, wo wir es können oder so weit, wie wir es können, leben wir unser eigenes Ziel gar nicht vor. Dann glauben die uns nicht, dass das überhaupt unser Ziel ist. Dann sagen die quatschen rum, aber wollen das selber gar nicht erreichen, was sie uns hier als Lösungsschlüssel anbieten. Also wir müssen in die Strukturen der Gesellschaft reinwirken und unseren Zielzustand mit jeder Phase und jeder Gelegenheit, die sich heute schon bietet, so umfassend wie möglich vorleben. Ich danke euch, dass ich das ein bisschen weiter ausführen konnte. Ja, und das war ja auch ganz toll, weil du uns nochmal an diese Offenheit erinnert hast. Und deswegen möchte ich auch gerade, bevor sich Sascha kann sich schon mal bereit machen für seinen Beitrag, eben sagen, wir dürfen es nicht auf die Next Scientist for Future beschränken. Deswegen, die Frage ist, was spricht gegen die Gemeinwohlbilanz der Gemeinwohlökonomie? Was spricht gegen Bürgerräte und Versammlungen und Volksabstimmung? Und was spricht gegen die Wohlfühlstimme? Ruhig auch kritisieren.
hören. Ja, also die Wohlfühlstimme ist ja nur ein Angebot der Next Scientists for Future, zu sagen, dass man die Wirtschaft sozusagen lenkt. Wo Wirtschaft, Wohlfühlen von Menschen nicht steigert, gibt es keine Verdienstzuschläge und dann geht die Firma pleite sozusagen. Also das heißt, das ist ja ein Wirtschaftslenkungsinstrument, ja. Und ruhig, also einfach, Sascha, vielleicht kannst du ja auch schon eingehen, wo du die Kritik an solchen praktischen Lösungsansätzen siehst, wie Gemeinwohlbilanz, Wohlfühlstimme oder Bürgerräten oder was auch immer. Ist Sascha noch da? Ja, ich bin noch da, ich habe zugehört. Wie soll ich das sagen? Für mich ist, wie gesagt, das Wichtigste, dass wir uns gegeneinander nicht aufwiegeln, dass wir uns nicht spalten lassen. Alles, was gerade passiert, ist für mich ist aktuell die Zeit der Offenbarungen und der Verwirrung, die gestiftet wird. Ist auch von den Mayas so vorhergesagt, mit der Transformation von 2012 bis 2032 zum Beispiel. Wir befinden uns eigentlich mitten in der Transformationszeit. Die Schumann-Frequenz verändert sich, die Erdschwingungsfrequenz verändert sich. Wenn wir uns das alles anschauen, jetzt sind wir eigentlich mitten in einer Transformationsphase, die auch verschiedene Begleiterscheinungen hat. Und für mich schaut es so aus, dass wir jetzt dann bald einen schwarzen Schwan erleben werden. Ja, gibt es auch Bücher, wenn schwarze Schwäne Kinder kriegen oder andere auch. Was ist ein schwarzer Schwan? Wir werden jetzt dann bald Sachen erleben, die aus der Norm ausbrechen, die passieren. Wir sollten jetzt nicht glauben, dass Corona vorbei ist und wir in die alte Normalität zurückrutschen dürfen, weil Corona genau dafür initiiert wurde, um die Normalität zu stoppen. Die Leute haben jetzt mal Zeit nachzudenken. Die sind zu Hause, die sitzen mit ihrer Familie im Garten, die haben mehr Zeit in Kurzarbeit hier in Deutschland vor allem ja auch. Ja. Wir haben zum Glück ein soziales System hier, wo das dann ermöglicht, dass Leute aufgefangen werden. Aber für mich ist Agenda hinter Corona, die Leute zu erden, runterzubringen, zu entschleunigen, aus dieser Sucht, Konsumsucht rauszuholen. Die haben jetzt auch nicht mehr so viel Geld, die müssen jetzt ein bisschen schon anfangen zu tauschen und miteinander auszukommen und es schließen sich neue Kreise zusammen. Was ich die letzten Monate erlebt habe, wie viele Menschen ich getroffen habe, aufgrund dessen, ich bin dankbar. Man darf dieses Corona nicht immer so verteufeln. Ich glaube, man muss es als Sprungbrett nutzen, Danke sagen, weil aktuell schaut es für mich so aus, dass hier ziemlich viel gefaked wird, um die Leute im Glauben zu halten, dass hier wirklich ein ganz krasser Killer-Virus unterwegs ist. Ist es auch okay, also psychologisch, tiefenpsychologisch gesehen ist das ja schlau gemacht, also an dem, der den Plan hatte, bravo. Und wir nutzen das jetzt, um die Wirtschaft zu crashen, also um dieses globalistische Finanzsystem auszumerzen, uns ein neues System aufzubauen. Und das sind ja genau diese Argumente, die wir hier bringen, Grundlage dafür. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt in eine Richtung UNO-Boroschenka-Gemeinschaft nur gehen müssen. Ich bin eher der Meinung, dass sich das schön versplittert auf der Welt, auf der Erde, auf Mutter Natur verteilen darf. Die einen machen eine UNO-Boroschenka-Kommune, die anderen machen nur eine Gemeinschaft, so wie ich, wo ich ja auch eher bei Thomas bin. Wir müssen die Liebe finden, also karmischer Sex ist was ganz anderes, was wir in Bonomo-Vereinigungen und ich sage jetzt mal, wie nennt man es, Orden feiert. Ja, da, wenn man da in die Richtung Tantra geht oder Traum. Jetzt ist der, jetzt, ich hatte das letzte, was ich gehört habe, war Tantra. Bitte noch, da ist irgendwas mit der Verbindung. Bitte noch mal wiederholen, ab Tantra. Tanz zum Beispiel oder der Daoismus, das also die Lehre Tau sind ja auch alte Lehren, die eben das genaue Gegenteil sagen. Die sagen, wenig Sex, Enthaltung ist wichtig, die Energie nicht zu verschenken, den Samen nicht zu verschenken und so weiter. Also wir haben ja erstmal noch zu klären, wer hat Recht überhaupt, ne? Weil die stehen sich ja so gegensätzlich im Weg eigentlich, genauso wie die Religionen ja auch. Und ich bin der Meinung... Ich höre dich wieder nicht mehr. Die letzten zwei Sätze bitte nochmal. Ich höre dich nur bitte noch mal wiederholen. Ich habe keinen Empfang mehr. Hört ihr ihn noch? Nein. Also, wir hören dich leider nicht mehr. Mal gucken, was mit dem Telefon los ist für die nächste Runde. Aber ich glaube, die Botschaft ist schon angekommen. Ist klar. Genau. Danke.
Ja, die Botschaft ist ja auch schon angekommen. Also erst einmal, natürlich beschäftigen wir uns ganz intensiv hier bei den Next Scientists for Future mit den schwarzen Schwänen, mit Dr. Markus Krall, mit Professor Hans-Werner Sinn, mit allem, was es gibt und so weiter. Und genau deswegen kommen wir ja auch zu der Wohlfühlstimme, die übrigens in einer simulierten Bundestagswahl tatsächlich 56% der Wählerstimmen bekommen hat, weil die Bürger dann gesagt haben, ja hoppla, ein System, wo endlich die Wirtschaft belohnt wird, wenn sie Gutes tut und menschenfreundlich und umweltfreundlich handelt, wird sie belohnt, kriegt sie Verdienstzuschläge und ansonsten gibt es keinerlei Verdienstzuschläge und dann gehen eben die Firmen, die nicht menschenfreundlich arbeiten, die nicht umweltfreundlich arbeiten, gehen zwangsläufig pleite dann und daraus entsteht eine menschenfreundliche und umweltschonende Wirtschaftsform sozusagen. Von daher also, aber auch das gleiche Ziel hat auch die Gemeinwohlökonomie, wenn sie es auch mit anderen Instrumenten macht. Und die Frage ist, wie macht das besser? Und wie gesagt, wir sollten uns, wie Öff richtig gesagt hat, eben nicht spalten lassen und auch uns nicht verwickeln lassen in den alten Weg, den wir seit 50 Jahren gehen, ohne ein nennenswertes Ergebnis. Ja, wie du richtig gesagt hast, Taoismus sieht das eine so rum. Ja, die einen, viele Religionen sehen eher in der weniger Sexualität die Glückseligkeiten, die anderen sehen eher in der, auch das rote Tantra sieht eher in der voll erfüllten Sexualität die Glückseligkeit und so weiter. Und das weiße Tantra ist wiederum ganz anders, da ist es wieder die eher die gebremste Form oder auch die, ich denke da an die, ja, also im weißen Tantra gibt es, da sollten wir uns aber auch wirklich null festlegen, sondern einfach offen bleiben, wohin der Weg geht. Die Frage ist halt nur, was müssen wir für politische Rahmenbedingungen haben? Und bei der Wohlfühlstimme wird zum ersten Mal wieder zugelassen werden, dass Menschen glücklich werden. Was könnte uns jetzt, ich glaube, wer jetzt dran ist, war entweder jetzt Luis oder Sebastian. Wir hatten ja gesagt, dass wir Leute, die nochmal was sagen wollen, auch zwischenlassen, ja. die noch nicht sich geäußert haben. Ja. Ich glaube, die Gela würde jetzt auch was sagen. So, ich reiche mal das Telefon. Genau. Gela, ja? Ich grüße euch alle miteinander. Ja, es war von Tantra die Rede und anderen systemischen Zusammen- oder Umgangsformen. Und da wollte ich auch das Feng Shui mal anführen, das, was ich für die Ordnung in der Welt halte, so eine Art Wirklichkeit. Ja, die Ordnung in der Welt, oder überhaupt eine Ordnung, die existiert in den Pflanzen, im Zusammensein auf der Welt eigentlich, die wir verloren haben und die es bestimmt gilt auch wiederzufinden. Da gehört auch die Zahlen gehören da eben auch dazu, die Eins, also das Alleinsein. Zuerst, was auch wieder All-Eins, wir sind alle eins, alle gehören zusammen oder wir sind ein Organismus miteinander. Die Dualität, die eben auch ganz wichtig ist, Mann, Frau oder überhaupt das Gegenüber, Materie, Geist, was auch von der Gesundheit, es ist einfach auch gesund, für Mann und Frau zusammen zu sein, so das körperliche, geistige und seelische Wohlbefinden. Das, dann geht es weiter in die freie Liebe zum Beispiel. Da finde ich, das sind das Lebensprozesse oder eben Rituale. Die Rituale sind auch unsere Kultur und können genauso auch missbraucht werden, zu viel von allem, jetzt Sexritual zum Beispiel, ist gesund oder gehört zum Allgemeinen. Ein Missbrauch ist halt immer gefährlich, zu viel von allem. Genau, das war, glaube ich, mein Beitrag. Ja, alles klar, vielen Dank. Ja, und in der Summe sehe ich halt das Problem, kriegen wir bei all der Unterschiedlichkeit, wir haben heute eine riesige Palette an Grundansätzen, Lebens, ja,
Lebensvorstellung oder Weltvorstellungsgrund ganz unterschiedlicher Art. Kriegen wir trotzdem sowas wie einen Minimalkonsens hin? Wir haben hier bis jetzt nicht sehr viel gesprochen über, was man technisch innerhalb von Kommunen vielleicht beachten sollte, wie man mit Konflikten umgeht und so weiter. Ich habe was über den möglichen Aufbau einer bonobo-kommunistischen Kommune geschildert, von den Frauen ausgehend, matriarchal sozusagen. Aber kriegen wir überhaupt einen Minimalkonsens hin, der über das hinausgeht, dass wir alle bei Corona nachdenklich sind und uns Fragen stellen, ob da nicht ein krankes Pharmazie-, Medizin-, industrielles System mit uns Schlitten fährt, sozusagen, kriegen wir trotzdem auch so etwas wie den Minimalkonsens hin, dass wir uns beschäftigen, zumindest mit dem Minimalkonsens, Gemeinwohlökonomie, Bürgerräte, Bürgerversammlungen, Volksabstimmungen oder Next Scientists for Future, Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten. Und was spricht dagegen? Denkt ihr wirklich, dass man mit diesem kleinen Weg, dass wir da irgendwann jemals ankommen? Seit 50 Jahren erlebe ich diese kleinen Wege und wir sind nirgends angekommen. Es hat auf die große Gesellschaft bis jetzt noch keinerlei Einfluss gehabt. Und deswegen so meine Frage jetzt, wer war zuletzt dran? Entweder Sascha oder Luis? Oder wer war zuletzt gewesen? Sascha, dann müsste Luis jetzt, glaube ich, sein. Also Sascha, kam dann ja Gela dazwischen. Dann kam Gela dazwischen und jetzt käme dann Luis wieder dran, ne? Genau. Oh, danke schön. Also, ich weiß nicht genug über die Gemeinwohlökonomie und über die Wohlfühlstimme. Aber was ich noch sagen möchte, ist, also wenn zum Beispiel jetzt gesagt wurde, Corona ist inszeniert, ich kann mir das total gut vorstellen. Ich glaube, man würde weniger Zuhörer verlieren, wenn man einfach sagt, das ist eventuell inszeniert. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel nicht Weltrat der Weisen nennen würde, also da habe ich gehört, das sei nicht so bescheiden, also kann ich nachvollziehen. Und du meintest irgendwie Extinction Rebellion. Also ich wollte dich ermuntern, dich vielleicht einfach selber als Teil von Extinction Rebellion zu begreifen. Das kann jeder machen, der die 10 Prinzipien und die 3 Forderungen und den Rebellionskonsens bejahen kann. Und dann könntest du einfach quasi selber deine Inhalte da verlinken und die aus deiner Sicht als relevant präsentieren. Und wir könnten da auch versuchen, zusammenzuarbeiten. Also wofür ich auf eine Art plädieren will, generell ist zu versuchen, und das könnte ich auch viel besser hinkriegen, sich so zu formulieren, dass das möglichst alle Leute hören können und den Gedanken folgen können. Und manche Leute machen halt schnell zu bei irgendwas, gerade bei Corona oder ja. Und das wird halt auch immer helfen, sich gegen Rassismus oder Ausgrenzung zu positionieren, aktiv. Aber ja, das war's wahrscheinlich schon. Danke, ich gehe weiter. Alles klar, danke schön. Dann. Und ich wollte noch sagen, also das ist alles, ich kann das total wertschätzen und finde das total wertvoll, wenn ich das jetzt als Anregung geben wollte, das ist keine Gegenposition oder irgendwas. Also das meine ich einfach, weil ich es wertvoll finde und weil ich hoffe, dass durch diese Anregung das einfach noch mehr Leute auch als wertvoll erkennen können. Ja, und wie gesagt, also wir haben ja schon in unserem Unternamen, also der Weltrat der Weisen, natürlich ist das nicht bescheiden, aber es sind nun wirklich auch Professoren, die über 50 Jahre lang darüber nachgedacht haben, wie die bessere Welt denn nun aussehen muss und sollte. Und die Next Scientist for Future, dass der Name dieser Arbeitskreis ist ja schon, dass wir eben Fridays for Future, den Kohlestopp 2026 anbieten, den 900 Milliarden Euro 7-Jahre-Plan fürs Klima angeboten haben. Uns hat halt nur erschreckt, dass man leider unser Angebot gar nicht richtig prüft, gar nicht richtig mit uns diskutiert sozusagen. Das finde ich das Traurige. Aber wie gesagt, also die Frage auch Minimalkonsens ist eben auch, wir sind unheimlich auch heute in der Talkrunde. Wir kommen alle aus völlig unterschiedlichen Herkünften, geistig, gedanklich, wissenschaftlich und so weiter. Und gibt es doch sowas wie so den Minimalkonsens? Also ich werde nachher dann in der nächsten Runde auch was sagen dazu. Was ist Gemeinwohlökonomie? Was ist sind Bürgerräte und Bürgerversammlungen und Volksabstimmungen? Und was ist Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten und Wirtschaftswunderdaten? Ja? Das werde ich in der nächsten Runde dann sagen. Und, darf ich noch ganz kurz einen Punkt sagen, den ich vergessen habe? Ja. Weil du auch meintest, seit 50 Jahren
hat das quasi keinen Effekt, dass Leute in Kommunen für sich selber überlegen, wie sie... Ist meine Erfahrung, ja. Genau. Also es hat auf alle Fälle zu wenig Effekt, wenn man sich halt die drohenden Katastrophen anschaut. Da ist halt der Ansatz von XA, dass man halt einerseits zusammen richtig lebt, zumindest verstehe ich so, und andererseits, dass man halt durch zivilen Ungehorsam oder durch öffentliche Präsenz, nicht durch friedliche Demonstrationen, die keinen kratzen, weil es halt einfach nur friedlich ist und man das schon seit ewig kennt, sondern dass man, was weiß ich, den Verkehr blockiert oder sich hier und da anklebt, dass man einfach Sachen macht, die gewaltfrei sind und reflektiert, aber die so deutlich sind, so unübersehbar, dass quasi das Problem auf dem Tablett ist. Und das könnte man halt zusätzlich halbwegs einfach machen, wenn man halt, also man kann halt privat so und so richtig leben und halt, was weiß ich, paar Mal im Jahr, wenn so eine Rebellion Wave ist, kommt man halt dahin und zeigt halt Präsenz für die Alternative. Dankeschön. Ja, alles klar. Und jetzt habe ich auf der Liste Sebastian und Oliver noch stehen hier für diese Runde. Sebastian, noch da? Ja, warte mal. Ja, ich bin noch da. Ich bin aber nach wie vor passiv, sorry, weil ja, ich auf dem Anfang... Kein Problem. Oliver ist noch da? Oliver will weiterhin jetzt nicht sein. Gut, dann gehe ich mal dieser Frage nach Minimalkonsens. Also ich glaube, viele sind sich einig, also... Oder ich glaube, da gab es gar keinen Streit bis jetzt, dass wir sagen... Im Kleinen weiterarbeiten. Ich wohne zwar im Moment nicht in der Kommune, aber ich habe in vielen Kommunen gelebt und so weiter. Und wir haben es auch ansatzweise hingekriegt. So ein ganz bisschen von Bonobo-Kommunismus haben wir hingekriegt, aber auch nur ansatzweise. Ja, sonst würde ich ja noch dort wohnen, dort leben. Aber wir sind uns einig, wir müssen im Kleinen weiterarbeiten, aber auch das Große vielleicht nicht ganz aus dem Auge verlieren. Und da ist jetzt die Gemeinwohlökonomie, die macht eine sogenannte Gemeinwohlbilanz. Das heißt, sie prüft, ob ein Unternehmen zum Beispiel der Umwelt schadet, da gibt es Minuspunkte. Also 1000 Punkte ist die Gemeinwohlbilanz ideal, Pluspunkte 1000 und es geht bis 3600 Minuspunkten. Zum Beispiel ist sie eher, fördert sie eher Kriege oder so, dann gibt es wieder Minuspunkte. Oder werden die Menschen fair bezahlt, dann gibt es wieder Pluspunkte. Werden Frauen und Männer gleich bezahlt, gibt es wieder Pluspunkte. Da stecken also auch sehr viele moralische Werte drin in der Gemeinwohlökonomie. Und diese Gemeinwohlbilanz soll zukünftig dann später von modernen Wirtschaftsprüfern, die im Moment Finanzbilanzen machen, da soll es neue Wirtschaftsprüfer für Gemeinwohlbilanzen dann geben, die also sozusagen gucken, wie weit dieser Betrieb uns allen schadet oder uns allen nutzt. Das ist das Konzept der Gemeinwohlökonomie mit der Gemeinwohlbilanz. Also das heißt, Unternehmen, die schlechte Gemeinwohlbilanzen haben, werden sowohl von den Kunden schlechter beachtet, als auch von den städtischen und staatlichen und kommunalen Auftraggebern. Die berücksichtigen nur in Zukunft Firmen mit einer hohen Bilanzwert. Und die Steuern, Unternehmen mit einem schlechten Bilanzwert müssen höhere Steuern zahlen, also steuerlich bevorteilt werden die mit einer guten Gemeinwohlbilanz. Da ist sehr viel Spielraum, auch für Irrtum, für Schätzwerte. Das wird kritisiert an ihr, ob das genau genug ist und so weiter. Ja, und die Bürgerräte und Bürgerversammlungen und Volksentscheide haben so das Motto, wir lassen einfach mal den Durchschnitt der Gesellschaft demokratische politische Entscheidungen treffen. Und das führt garantiert zu besseren Ergebnissen als unsere Politiker, die so gut befreundet sind mit den Lobbyisten und den Großkonzernen und so weiter, ja. Aber da wird kritisiert, dass dann auch die Ergebnisse wiederum sehr durchschnittlich sind. Und viele sagen dann, ich möchte aber lieber eigentlich von Top-Entscheidungen regiert werden, als von durchschnittlichen Bürger-, Zufallsstichproben-, Bürgerentscheidungen sozusagen regiert werden. Und bei der Wohlfühlstimme wird halt, da sagen vielleicht manche, dass es sie vielleicht stören würde, dass sie Angst haben, dass man mit diesen Daten irgendwie Missbrauch
machen könnte. Also Datenschutz ist bei den Next Scientists for Future also ein Riesenthema. Da würde man Milliarden rein investieren, dass also das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, dem wir ja auch unsere Wahlstimmen vertrauensvoll anvertrauen, dass das also zu einer Datenschutz-Trutzburg gemacht wird mit Fort Knoxes und so weiter, wo also niemand irgendwelche Daten missbrauchen kann, sozusagen. Darauf legen die Next Scientists for Future extremsten Wert. Aber die Wohlfühlstimme würde eben als klare Zahl, jeder von uns gibt die Note, beginnt mit der Note 3 bis 4 und wenn es uns besser geht, geben wir eine 3 minus und wenn es uns schlechter geht, geben wir eine 4 plus. Und wenn wir vorzeitig sterben, vor dem 127. Lebensjahr, läuft für uns die 7 als schlechteste Zahl immer weiter durch. Und unser Hausarzt kriegt dann am meisten Verdienstzuschläge, unser Supermarktleiter kriegt am meisten Verdienstzuschläge, unser Restaurantleiter, unsere Restaurantleiter, wir gehen ja immer zu vielen Supermärkten und zu vielen Restaurants. Welcome to Globify, the world's largest network of free conference numbers. Please enter an 8 code. The number of participants is now 4. Hallo? Das war jetzt ein Computerproblem, was wir immer haben. Bei 2 Stunden schaltet unser Computer immer ab. Hört ihr mich jetzt wieder? Ja, sind die Roboter. Ja, wir hören dich. Böffer, wie weit war, habt ihr mich denn überhaupt noch gehört? Was war das Letzte, was ihr noch gehört habt? Datenschutz, Wohlfühlstimme? Genau, da waren wir noch, da sind wir noch dabei gewesen. Ich bin jetzt auch gerade dann wieder reingekommen. Genau, unser Computer macht ja immer nach 2 Stunden eine Pause. Für eine ich weiß nicht warum, weiß kein Mensch. Sind wieder alle da? Dann, hallo. Ja. Einmal die Maus bewegen, dann bleibt er vielleicht an. Ja, also hat er bis jetzt jedes Mal gemacht, ne? Aber jetzt haben wir ja wieder 2 Stunden. Also deswegen also so die Frage, ich glaube, es ist deutlich geworden, die Wohlfühlstimme, also wir geben die Wohlfühlstimme 3 bis 4 ab und dann, wenn es uns besser geht, 3 minus, schlechter 4 plus, bis zu einem Maximal von 7 für vorzeitiges Sterben haben wir zwischen 1 plus und 6 minus Spielraum sozusagen. Und gehen in ganz kleinen Schritten, geben Rückmeldung dem Bundeswahlleiter und daraus werden die Verdienstzuschläge für meinen Hausarzt, für meinen Supermarkt, für meinen Lebensmittelhändler, für mein Restaurant und so weiter berechnet. Und dann, je gesünder wir uns entwickeln und je glücklicher wir Menschen werden, desto mehr Verdienstzuschläge gibt es für alle Beteiligten. Und ja, so viel zur Information. Kurzinformation war das über Gemeinwohlökonomie, über Bürgerräte bis Volksversammlungen und über Wohlfühlstimme der Next Scientist for Future. Und unsere Erfahrung ist, dass in diesem Bereich die Lösung liegt und wir müssen uns streiten mit Krall, mit Professor Hans-Werner Sinn, mit Professor Truger von den Wirtschaftsweisen, ein gewerkschaftsorientierter Wirtschaftsprofessor. Mit denen müssen wir uns streiten. Die sind nämlich der Meinung, wir sollten den Kapitalismus weiterlaufen lassen. Und wir sind halt der Meinung, diskutieren. Genau. Ja, dann ist jetzt wieder jetzt ist Thomas dran. Thomas, noch da? Oder wieder da? Moment. Er sagt gerade keinen Moment, er kommt dann. Ja. Ja, da bin ich wieder. Super. Ja, ich habe ja schon ein bisschen was jetzt zu den Grundlagen gesagt. Jetzt kann ich ja mal ein bisschen so auf ein bisschen materiell, also mehr greifbare Ansätze eingehen. Da wir uns, oder besser gesagt ich und in der Gruppe, in der ich mich seit Jahren befinde, einerseits unter der, haben wir natürlich auch diese Bewegung um die Montags-Mahnwachen angeguckt und war auch selber dabei und habe gesehen, so halt wie ein System, eine Regierung Bewegungen versucht kaputt zu machen, durch Unterwanderung, durch Störungen und Auslaufen lassen und sonstiges. Und der Ansatz, den wir, also es gibt ja auch das Bruttoinlandsglücksprodukt oder so in Bhutan,
Das ist ja vielleicht auch ein sehr guter Ansatz. Das ist unsere Basis. Das ist unsere Basis. Das Bruttonationalglück und der Happiness Index ist ja die Grundlage für die Entwicklung der Wohlfühlstimme geworden. Ne? Mhm. Ja, und es gibt natürlich, wenn man sich die Landesverfassung oder das Grundgesetz anguckt, viele Möglichkeiten, wie eine Bevölkerung der Dinge Herr werden kann, um das mal mit dem Begriff zu nehmen, wenn uns manche Umstände oder Sachen nicht passen, die uns von der Regierung aufoktroyiert oder angetan werden. Und da müssen wir halt jetzt als Menschen im Kleinen, aber auch als Gesamtkollektiv, was ja auch passiert über die Netzwerke, werden die Menschen stark. Hallo? Hallo? Technischer Absturz? Also ich bin auch da. Ja, na, da wird ja wiederkommen. Dann machst du weiter, Öff, und Thomas kann ja dann, wird ja hoffentlich gleich wieder da sein. Ich bin gerade rausgeflogen, auf der Leitung. Mhm. Ich komme mal zu dir. Oder er kommt und ich gebe ihm mein Telefon. Ja, super, super. Dass wir halt lernen, im kleinen Kollektiv erstmal überhaupt klarzukommen, eine ordentliche Gesprächskultur zu finden, dass wir uns austauschen können über Varianten und Möglichkeiten, Ansichtssachen. Aber ich sag mal so, wichtig sehe ich das gerade, ist, dass wir zusammenfinden, dass wir diese Kommunikationsbasis leben und dann uns gut vernetzen, wie im Netz, also über Internet, Telefon, Konferenzen und sonstiges, aber auch vor Ort mit Menschen, bei dem wir uns wohlfühlen, bei dem wir uns zu Hause fühlen, sowas wie eine Seelenfamilie, ja. Und viele sehen sich danach, die sitzen zu Hause in den Städten, in ihren kleinen Wohnungen, fehlen bloß noch die Gitter davor und suchen eine neue Basis, um zu leben. Und wie wir jetzt natürlich dieses System umwandeln, also zum Beispiel hätten wir die Möglichkeit, Volksentscheide durchzusetzen, wenn diese von den Regierungen nicht durchgeführt werden, also die Gesetzesänderung oder Einführung neuer Basistechniken oder Entscheidungen, dann müssen wir halt überlegen, ob die Regierungen, die wir da haben, noch die richtigen sind. Und da haben wir auch die Möglichkeit, als Volk oder als Bürger eines Landes, Bundeslandes, und Neuwahlen zu beschließen. Und dann haben wir das Problem, dass das nur funktionieren kann. Also eine Gesellschaft kann nur verändert werden, wenn sie das Bewusstsein für den Wandel hat. Und dazu muss die Erkenntnis da sein und die Bereitschaft für die Aufklärung. Denn Aufklärung ist der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und jetzt diese Macht, also ich kann es nur mit den Worten beschreiben, die Peter Kruse im Bundesrat genommen hat, gewählt hat, als er gefragt wurde, wie er das sieht, wie sieht denn die Machtverschiebung aus und muss sich die Regierung Gedanken oder Sorgen machen? Und da hat der Herr Peter Kruse gesagt, also die Menschen die Bürger sind die Nachfrager, also die Konsumierer, die Käufer. Und wenn dieses Angebot von Demokratie und Mitspracherecht, bist du auch raus, ne? Okay. Oder? Ich höre dich noch. Ich höre noch. Über ein anderes. Also ich möchte es kurz ausführen noch. Ja, ja. Also wenn diese Grundlagen dafür, also wenn die Nachfrage nicht mehr gerecht erfüllt wird, dann werden sich die Menschen über die Netzwerke vernetzen und sie werden ein intelligentes Netzwerk machen, aufbauen, um halt eine Lösung für das Problem zu finden. Und das sehe ich gerade als wichtigster Standpunkt, den wir jetzt, bevor wir weitere Schritte, also bevor überhaupt etwas anderes passieren kann, ja, man kann natürlich drüber sprechen und drüber nachdenken, aber jetzt müssen wir erstmal gucken, der kleinste gemeinsame Nenner ist für mich nämlich, dass ich mir mit vielen Menschen einig bin, dass es so, wie es bis jetzt in der Welt läuft, nicht mehr weitergeht und dass unbedingt was geändert werden muss. Und ich kann es mit Garantie sagen, dass erstens viel passiert und dass es einen Plan gibt für die Menschheit und für einen totalen Systemwandel, der sich auf alle Bereiche des Lebens auswirken wird, bis hin zu unserer Gesundheit, der freien Energie und unser Bildungssystem und der Offenlegung verborgener Dokumente und aus dem Vatikan, die sowie 6.000 Patente und was da alles bereitliegt, freigegeben wird. Und wir machen jetzt praktisch die Vorbereitung auf diesen großen Knall.
Und wenn die Menschen wach werden, dann brauchen die unsere Hilfe, weil sie werden sich innerlich zerrissen fühlen. Und wir sind die Menschen, die praktisch hier sich darauf vorbereiten und aber auch schon den Weg gehen, wie können wir in einer neuen Gesellschaft oder Umgangsform miteinander klarkommen und wie können wir alle gemeinsam unsere Ziele, unsere Bedürfnisse, unsere Träume zusammen erfüllen. Denn alleine sind wir schwach, zusammen sind wir stark. Dankeschön. Ja, alles klar, danke. Und als nächster bereitet sich jetzt ja Öff vor, gell? Und da ist halt so der Punkt, warum sind denn die Menschen alle nicht in den Kommunen, gell? Das möchte ich so als Stachel nochmal mitgeben, Öff, auch an dich, Öff. Weil die Menschen gerade, wenn sie mit anderen Menschen zusammentreffen, machen sie fast immer schlechte Erfahrungen und dann ziehen sie sich wieder raus aus den Dingen, weil zum Beispiel, wir sind inspiriert worden durch die berühmten 12-Schritte-Kliniken, da gab es die Idee, das Konzept eines Forums und dann sind wir auf die Redezeituhr gekommen, sodass man das dann demokratisch reihum macht und Forum, das ist dann so, wenn ich glaube, dass ein anderer in der Gruppe mir Unrecht getan hat, dann bringe ich es vor die Gemeinde quasi, hat schon fast was Biblisches an sich und dann darf ich 3 Minuten darstellen, wo ich das Problem sehe und die andere darf seine Sichtweise des Problems oder des Streites sehen und dann können die aus der Gruppe auch noch ihre Beiträge sehen. Also das heißt, dass ich empfehle eine ganz stringente Umgehen mit der Kommunikation in Kommunen, denn die meisten Leute ziehen sich ja erfahrungsgemäß irgendwann wieder raus aus den Kommunen, weil eben vieles zerredet wird und keine klare Struktur da ist und so weiter. Und zu dem Volksentscheid möchte ich ganz kurz nur sagen, vielleicht kannst du daran auch gleich eingehen, weil das Problem ist eben, dass die Politiker sich im Moment gegen den Volksentscheid sperren, weil sie ja Angst haben, dass es sie ja teilweise entmachtet. Politiker wollen die Macht behalten. Die wollen ihren Posten behalten und ihre Macht. Und da ist da der Punkt, der Volksentscheid hat genau wie die Bürgerräte das große Problem. Er würde Politikern Macht wegnehmen und das wollen die nicht. Und da kämpfen die mit allen Mitteln dagegen an. Und das ist so auch der Schwachpunkt an diesem Konzept Bürgerräte und Volksentscheide. Während die Next Scientists for Future sagen, bei der Wohlfühlstimme geben wir den Politikern auch sehr viel und deswegen könnten sie ihr zustimmen, weil sie selber auch 1000-mal mehr Wohlbefinden, Gesundheit, Langlebigkeit und so weiter bekommen. Vielleicht, Öff, kannst du da auch auf das Thema Volksentscheide und Bürgerräte auch nochmal eingehen. Ja, danke schön. Jedenfalls möchte ich, also wir sind ja nach 2 Stunden auch bald wahrscheinlich in der Phase, wo die Ermüdung dazu führt, dass dann das Gespräch in die Endschlaufe geht. Genau. Aber ich möchte den aus meiner Sicht wichtigsten Punkt dann ansprechen. Was ist das Ventil, wodurch die große Öffnung für die Lösungsmöglichkeiten zustande kommen kann? Welches Ventil müssen wir öffnen, damit das Entscheidende passieren kann? Ich glaube, wir reden über viele Konzepte, die ich sehr richtig und überzeugend finde. Ich glaube zum Beispiel, die Wohlfühlstimme ist für die Jetzt-Gesellschaft eines der besten Mittel, um an der Basis beim einzelnen Bürger den Blick für mehr langfristiges Wohlergehen und auch Verantwortlichkeit und Gesellschaftsentwicklung öffnen zu können. Also so ein Anti-Sucht-Bewusstwerdung-Werkzeug. Antikonsumsucht auch, genau. Antikonsumsuchtprogramm letztendlich. Genau, genau. Und ich glaube, dass wenn wir uns fragen, was ist die uns angemessenste, erfüllendste Lebensform, ich glaube, dass wir rausbekommen, so eine aufgeklärte Bonobo bzw. Schenker-Kommune mit der Offenheit, dass die erleuchteten Menschen natürlich auch keinen Sex praktizieren müssen, aber dass es für andere keine Unterdrückung ist. Also ich glaube, dass darüber alle sich leicht einig werden könnten. Ich glaube nur, das entscheidende Ventil funktioniert halt nicht und das hat zu tun mit der Wurzel, die ich in meinen Beiträgen immer wieder angesprochen habe, dass wir als denkende Tiere oder denkende Wesen die Möglichkeit zu wirklich offenem, freiem Denken haben müssten über das, was im Ganzen sinnvoll und verantwortlich ist. Und wenn das nicht passiert, warum kommen wir denn nicht an, wenn wir so richtige Konzepte sagen, wie jetzt Wohlfühlstimme oder ähnliches? Weil eben nicht richtig zugehört wird, weil keine richtige Austauschplattform entsteht, weil bei Extinction Rebellion es weggewischt wird mit Pseudowissenschaft, weil wenn da gesagt wird, das sind Rechte, die haben hier und die falsche Begriffe verwendet und mit falschen Leuten geredet, deshalb brauchen wir über die Inhalte gar nicht mehr nachzudenken. Das ist, ich sag mal, Begriffsassoziationsrumwürfelei, um sich der inhaltlichen Auseinandersetzung zu entziehen. Leider. Weil der Kernanspruch von Wissenschaft, also jetzt im Bereich auch Geistes- und Sozialwissenschaft,
ist ja nicht, dass wir wie beim Stein, der runterfällt, sagen können, da machen wir ein sinnlich wahrnehmbares Experiment, sondern die offene Diskussionsbereitschaft, die Bereitschaft, sich widerlegen zu lassen durch andere Inhalte, das ist der Kern dieses Wissenschaftsverständnisses. Und ich sage, wir können den Knotenplatzer darin sehen, dass wir eben vorschlagen, lasst uns anfangen mit so einer ersten freien Argumenteplattform oder freien Argumentekultur. Denn auch wenn ich zum Beispiel zu einem Politiker gehe und ich sage dem, ich schlage die Wohlfühlstimme vor, sagt er, na ja, da kann ich mir aber auch was denken, was ich dagegen sagen kann. Aber wenn ich zu ihm gehe und sage, hör mal, sollten wir nicht ohne Korruption hier Argumente austauschen können und das wählen können, was von den Argumenten her für langfristige Verantwortlichkeit am besten ist? Also wenn er da widerspricht, oder das ist das, wo die Leute, glaube ich, am wenigsten widersprechen und was am ehesten der Schlüssel ist, den wir auch brauchen, den wir die ganze Zeit dann brauchen werden, zu sagen, wollen wir denn gemeinsam überhaupt nach dem Vernünftigen und Verantwortlichen suchen? Oder bist du dagegen? Das ist etwas, das ist tiefer oder ist ein grundlegenderer Schlüssel, als mit Einzelkonzepten zu kommen, wo sie sich vielleicht nicht drauf einlassen können. Aber lassen sie sich drauf ein, dass wir diese freie Argumenteplattform miteinander verwirklichen. Dann kommen sie an allem anderen nicht mehr vorbei. Dann kann wirklich sich das durchsetzen, was die besten Argumente hat. Und es wird alles leicht und flüssig werden können. Aber solange diese Bereitschaft gar nicht da ist, sich auf diese offenen Argumentevergleich einzulassen, so lange können sie uns von links nach rechts schubsen oder von der Bühne boykottieren. Also da sehe ich das entscheidende Ventil, wo dann alles andere in einem leichten Fluss sich ergeben kann. Und es werden sich viele der Dinge ergeben, die heute hier zur Sprache gekommen sind, die ich auch dann im Einzelnen vertrete. Aber erst das Ventil öffnen. Darauf käme es aus meiner Sicht entscheidend an. Und dass wir da die Leute reinziehen in so eine Wahrheitskultur, statt bewusster und durchschaubarer Korruptionslenkung. Was wir alle wissen. Wir wissen, dass die Politik von den Lobbyinteressen vergewaltigt wird und verzerrt wird und so weiter. Also da zu sagen, welcher Politiker ist denn für Korruption? Oder welcher ist dafür, dass wir hier die Vorhänge wegziehen? Und das mit echten Vernunft- und Nachhaltigkeitsargumenten klären. Da, glaube ich, ist ein Hebel, auch wenn wir andere Hebel auch verwenden, aber ich glaube, dieser Hebel muss ganz zentral von uns angewendet werden. Ich danke. Ja, das ist genau das, worum es geht. Ja, es können sich ja schon mal bereit machen. Auf der Liste stehen jetzt Sascha und Daniela. Ja, schon mal bereit machen. Genau darum geht's. Freie Argumente, Plattform, dass wir jetzt fangen wir eigentlich erst richtig an. Ja, wir sind halt alle sehr jetzt beschäftigt, jeder ist mit seiner Herkunft beschäftigt, aber eigentlich müssten wir doch jetzt dann in den nächsten Schritten und in den nächsten Konferenzen sprechen über konkrete Techniken beim Thema Kommune und über konkrete Techniken bei der großen Politik. Ja? Also damit wir wirklich wegkommen von dem, wir kommen alle aus einer unterschiedlichen Grundphilosophie her, sondern sagen, worauf können wir uns denn minimal konsensmäßig einigen bezüglich konkreter Techniken, bezüglich Kommune, konkrete Techniken bezüglich der großen Politik. Und da müssten wir jetzt uns da einfach irgendwann in dieses Thema reinrufen. Wer ist noch da? Sascha oder Gela? Dylan, wenn ich noch eben kurz sagen darf. Ja. Ich bin dafür, natürlich in die Details auch zu gehen. Aber ich sag mal, worauf es mir ankommt, oder wie wir diesen Hebel, den ich ansprach, auch mitverwenden sollten. Mal in einem Bild noch. Also wir denken hier im Garten der Freiheit nach über eine große Veranstaltung. Vielleicht noch ein paar Millionen mehr, als wir jetzt auf den Straßen Berlins waren. Und wir gehen hin und fordern etwas. Und wir fordern jetzt weniger Leute, seid gegen oder für Corona oder so, sondern Frieden, Liebe und so weiter. Freiheit. Und ich sage, wir müssten, um an die Details ranzukommen, dann erstmal hingehen auch, und wir müssen also sozusagen als erstes dann, Frieden, Freund, Freiheit ist gut, aber dann als erstes, wo wir sagen, was heißt das jetzt, was wollen wir? Wir wollen mit allen, auch mit den Politikern, frei uns austauschen können über das, was aufs Ganze gesehen vernünftig und verantwortlich ist. Also diese freie Argumente-Plattform. Weil wir haben sie nicht, und wenn wir jetzt unter uns wieder in die Details gehen, ist sie immer noch nicht da. Das ist ja auch, nur ganz kurz, du kannst gleich weitermachen, das ist ja auch mein Wunsch an die nächste Großdemo, dass wir sagen,
Wir wollen, liebe Welt, wir wollen mit der ganzen Welt diskutieren über zum Beispiel Gemeinwohlökonomie, Bürgerräte, Volksabstimmung und über Wohlfühlstimme. Ja, so dass wir dann also so eine Art Minimalkreis an Themen haben, aber damit wir uns nicht an Millionen Konzepte verlieren, irgendwie musste man sich vorbereitend einigen auf so ein paar Themen, Gemeinwohlökonomie, Bürgerräte, Volksabstimmungen, Wohlfühlstimme und vielleicht noch ein, zwei andere. Und das fordern, dass wir darüber weltweit diskutieren und das die nächste große Demo. Denn nur Corona, ja oder nein, ist einfach zu wenig. Jetzt kannst du weitermachen. Ja. Aber ich glaube eben, die Aufzählung von Einzelthemen ist gut und schön. Können wir machen als Beispiel, worüber es schön wäre, wenn wir da offen diese gesellschaftliche Diskussion hätten. Aber wir sollten wirklich sagen, ganz direkt, wir möchten die gesamtgesellschaftliche Kommunikationsoffenheit dieser Art. Wir möchten eine erste gesellschaftlich relevante freie Argumente-Plattform, also diese Art von Austauschmöglichkeit. Weil es gibt sie noch nicht. Es gibt nicht eine einzige, außerdem, was wir jetzt hier versuchen, ne, mit unseren kleinen Foren oder jetzt hier den Demokratie-Pur-Talks. Es gibt keine gesellschaftswirksame, angemessen gesellschaftswirksam werdende Argumente-Plattform dieser Art, wo wir dann alle Einzelthemen richtig klären können. Also zumindest, wie es uns Menschen möglich ist. Wir oder bräuchten das, was wir hier versuchen, bräuchten wir alle zweimal die Woche in den öffentlich-rechtlichen Großmedien, bräuchten wir. Ja, jedenfalls so gesellschaftsrelevant, dass das die Grundwurzel wird für die Klärung dieser ganzen Streitfragen und dann auch für die Entwicklung der politischen Lösungsstrategien. Gesellschaftsrelevante, ausreichend gesellschaftsrelevante freie Argumente-Plattform schaffen. Das ist auch das Herz der Demokratie, was wir damit verwirklichen würden. Ja. Und ein Politiker. Und mein einziger Punkt ist ja, dass ich nur sage, wenn wir es offen lassen für Millionen Konzepte, ist es vielleicht zu weit gefasst. Da kann sich dann niemand mehr was vorstellen. Und wenn wir 3, 4, 5 große Konzepte haben, Gemeinwohlökonomie ist ein Riesenkonzept, Bürgerräte und Volksabstimmung ist ein Riesenkonzept, dass auch die Extinction Rebellion verfolgen ja auch die Bürgerräte-Idee und eben die Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten. Das sind so große Konzepte, da bräuchten wir dann vielleicht eine Handvoll, 5 Stück davon, damit wir wenigstens mal eine Basis haben, auf der wir anfangen können. Sonst ist freie Argumente-Kultur an sich, ohne dass man auch schon über Anker hat, über die man sprechen kann, ist für manche dann vielleicht zu nebulös. Ja? Du hast wenn zwar vollkommen recht, aber... Wenn ich da kurz was zu sagen darf, ja. Dylan, nichts dagegen, den Leuten zur Orientierung zu sagen, so hier habt ihr schon mal ein paar wichtige Themen. Ja, aber ja. Was mir wichtig ist, ist, dass es nicht wieder das Meinungsfeld ausgrenzt. Also, dass es nicht eben sagt, anderes kommt dann eben nicht mehr vor oder es wird nicht bedacht, wie wichtig das auch ist. Ne? Nein, sondern also diese 5 Grundkonzepte könnte man hier von außen aus einem der Millionen anderen Konzepte noch anreichern. Dafür müssen wir natürlich immer offen sein, aber wir müssen erstmal was haben, woran wir überhaupt anfangen, Widerspruch zu entwickeln. Ja, zum Beispiel deswegen ja meine Frage, wo widersprechen wir der Gemeinwohlökonomie? Wo widersprechen wir den Bürgerräten? Wo widersprechen wir der Wohlfühlstimme? Ja, damit wir überhaupt uns mal was reiben können. Und dann sind wir im Geschäft. Also ich sage jedenfalls, wenn wir so drüber reden, wir werden da kein Problem drin haben. Also wir beide jetzt auch, wenn wir überlegen, wie kann die freie Plattform arbeiten, wenn wir sagen, also man kann da ruhig Beispiele erstmal nennen oder man kann mit zentralen Beispielen anfangen, ist ja alles okay. Aber im Endeffekt, glaube ich, sollten wir ganz diskussionsoffen sein. Und dann ist es so, also jetzt nur kurz noch angerissen, so als Konzept. Ich glaube, wir können uns die komplette Meinungsfreiheit erlauben und die komplette Diskussionsfreiheit über alle möglichen Inhalte und alle möglichen Angebote. Und wir können trotzdem den Menschen auch ausreichend Orientierung geben, wenn wir uns das ungefähr so vorstellen wie eine ranzoombare Landkarte. Also alles kommt vor auf der Landkarte. Je näher wir es ranzoomen, desto mehr sehen wir auch alle Details. Aber bei der Landkarte selbst, wie sie gestaltet wird, da sind die besonders markanten Orientierungsfragen oder Orientierungspunkte. Die sind das. Da vorne ist der Berg, da ist das Tal, da ist der Fluss und so weiter. Ja. Also wir sind uns da ja sowieso völlig einig. Deswegen, ja, Sascha ist ja jetzt gleich dran. Wir sind uns ja völlig einig, dass auch bei dem, was wir so Hausarztkommunismus vor dem Bonobo-Kommunismus nennen, dass jeder sich völlig frei entscheiden darf, wie er leben möchte. Und genauso dann bei den freien Argumentkulturen kann natürlich jeder noch das millionste Konzept noch mit einbringen und dazubringen und sagen, das ist aber noch besser als das. Ja, also diese Offenheit müssen wir haben, gell?
Ja, Sascha, gell? Ist er noch da? Ja, ich bin noch da. Also, wir wollten jetzt einen gemeinsamen Nenner finden. Ich denke, für mich ist es die Liebe. Ja, wenn wir in der Liebe zu uns selbst leben, uns selbst erkennen, wer wir sind, wie vorhin auch schon genannt wurde, dass wir alle eins sind vom Gela. Wir sind alle Soul Brothers und Soul Sisters. Ja, im Ursprung ist die Quelle. Und wenn wir das begreifen, dann haben wir auch gar keine Lust mehr, uns gegenseitig Schaden zuzufügen. Dann haben wir auch keine Lust mehr, uns gegenseitig zu belügen, zu beklauen, sondern dann sind wir einfach so im Flow-Moment, ja, in diesem, man nennt ihn ja Flow-Moment, kann man sich auch mal damit beschäftigen, sehr spannende Themen und Reden dazu. Wenn man sich in dem Flow-Moment befindet, ins Vertrauen geht, sich selbst akzeptiert, liebt, sich selbst vergibt, dann passieren in diesem Flow-Moment die Sachen automatisch. Dann kommen die Leute zu dir zufällig, du nennst das dann zufällig, ja, die Macht der Anziehung und so, Resonanzgesetz ist ja auch alles noch, also wird ja von den meisten auch als Pseudowissenschaft hingestellt, Esoterik, ist es aber schon lange nicht mehr. Wenn man da Joe Dispenza zum Beispiel sich anschaut, Greg Braden, Vorreiter zu dem Thema Gedanken erschaffen die Realität, wie kommt man in Flow-Momente, da gibt es schon ganz viel Inhalte. Und dazu dann meine Idee, Wurzeln mit Ziele zu verstehen und zu bilden. Die Wurzeln mit Ziele sind das Wichtigste im Wald, beziehungsweise auf der ganzen Mutter Erde. Die vereinigen alle anderen Pflanzen. Die kommunizieren im Untergrund miteinander. Die tauschen Informationen aus, die geben von Baum zu Baum Infos weiter. Wenn eine Gefahr herrscht, schon Kilometer vorher weiß der Baum, er muss sich jetzt gegen etwa absichern. Das macht das Wurzeln mit Ziele. Also das ist eigentlich der Netzwerker. Das ist das Netzwerk, die mit Wurzeln lange. Und wir müssen eigentlich Sachen machen und vorleben. Also wenn wir in unsere eigenen kleinen Gemeinschaften gehen, mit unseren 5 Millionen verschiedenen Ideen und setzen unsere eigene Gemeinschaft so um, dass sie in meiner Vision funktioniert, hol mir die Leute ins Boot und kommuniziere richtig. Ja, ich baue mir das Team, sage ich mal, so auf, dass es passt, dass ich mit meinem Konsens in dieser kleinen Gemeinschaft leben kann, auf dem Land mit Permakultur oder wie auch immer man das handhaben mag, und dann diese verschiedenen Gemeinschaften dazu bringt, damit sie nicht gegeneinander sind, nur weil sie andere Ansätze haben, sondern damit sie alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich mit der Natur im Einklang zu leben und die Erfahrungen zu machen auf der Erde, wofür man reinkarniert ist, dann hat man, glaube ich, schon relativ viel Konsens demokratisch geschafft. Und ob dann jetzt noch die anderen in der Stadt sitzen, das ist mir dann eigentlich egal. Die werden dann automatisch in diesen Sog, in diese Energie reingezogen. Die kommen dann schon da mal hin und schauen sich's an und dann wollen die auch mitmachen, weil die dann sehen, boah krass, das ist ja Wahnsinn. Die brauchen nicht viel Geld, die leben von der Natur, boah, die sind alle vernetzt, da kommt einer und bringt das vorbei, da schenkt man dem anderen das. Das ist ja das, was wir lernen müssen. Vorleben ist so eine kräftige Gewalt und wenn man das mit Liebe verbindet und mit seinem Herz aussendet, jedem freundlich entgegentritt, jedem freundlich empfängt, so wie ich das bei Thomas und Olli jetzt die letzten 2 Wochen, als ich dort war, erlebt habe, was da Menschen reingekommen sind, die sofort gemerkt haben, dass hier Seelenbrüder sind, die haben wir alle mit unserer Herzenergie angezogen und die gehen jetzt wieder ihre Wege, machen wieder eine Gemeinschaft dort auf, kriegen Support dort, vielleicht finanzielle Unterstützung da. Dann sehe ich einen gemeinsamen Weg und eine gemeinsame Möglichkeit in den nächsten Jahren, was aufzubauen, auch relativ zügig. Aber da steht für mich erstmal der Fall der Politik und der Fall des Geldsystems, wie wir es kennen, weil das eben das alles mit Absicht verhindern möchte, unabhängige Gemeinschaften zu erzeugen, weil die genau wissen, was das für einen Effekt hat, wenn man so vorgeht. Und deswegen verbieten sie es auch mit ihren Regeln, mit ihren Gesetzen. Ich darf jetzt nicht mal mein Tiny House auf mein eigenes Grundstück stellen. Da muss ich erstmal durch Baugenehmigungsprozesse durch und Kosten schleifen und Zeit und whatever. Ja, die verbieten das mit Absicht und das muss man bewusst auch wahrnehmen. Danke. Ja, und ich kann dir auch so weit zustimmen, sogar obwohl ich aus der ganz anderen Ecke komme, der knallharten Naturwissenschaft,
Ja, als wir in der Liebe waren, sozusagen, als wir in der Liebe waren vor 400.000 Jahren, hatte niemand in der Kommune etwas Schädliches im Sinne. Und da würde ich gern wieder hinkommen, dass wir, wenn wir in Liebe weiß ich sind. Nicht. Ich war ja nicht dabei vor 400.000 Jahren. Ja, ich wir haben da. Ich bezweifle, dass du das weißt. Du würdest du sagen, dass du damals reinkarniert als Bonobo das mitbekommen nein, hast? Nein, sondern das ist, wir haben immer nur in der Naturwissenschaft, haben wir immer für alles nur Hinweise und müssen uns daraus was machen. Genau, deswegen sage ich jetzt erstmal von den Naturwissenschaften ein bisschen lösen, ins Herz gehen, in die Intuition, in sich reinfühlen, sich selbst erkennen, dann kommt das Unterbewusstsein schon an die Tagesoberfläche und erzählt dir was du schon mal erlebt hast. Ja, ich wollte nur diese Parallelität aufzeigen, dass also dieses In-Liebe-Sein ist bei uns auch eine große Idee. Ich sag mal vielleicht zur Übersetzung, es schließt sich ja nicht aus, wenn der Herzensmensch jetzt aus seinem Inneren spürt, dass das wahr ist, dass die Liebe keinen Schaden anrichtet. Und wenn der Wissenschaftler sagt, wir haben Indizien, wir haben wissenschaftliche Indizien, die bestätigen das auch. Genau, genau. Denn wir haben, wir beschäftigen uns in der Forschung ja dann auch zum Beispiel mit Infantizid in Gruppen und so weiter und Kindstötung und Aggressionen in Gruppen und so weiter und haben eben gesehen, dass wenn aber Lebewesen wie bei den Bonobos in einem großen Maß an Liebe miteinander sind, dass sie dann extrem friedlich auch miteinander umgehen und extrem zum Beispiel auch keine Kindstötung mehr stattfinden. Also das kann sich ja ergänzen. Gela, bist du noch da? Ist Gela noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, du hast jetzt wieder das Wort. Es war sehr interessant, euch zuzuhören. Und ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Alles klar, danke schön, gell? Ja, dann habe ich in der Liste jetzt noch, vielleicht machen wir jetzt auch nicht mehr so lange. Ich habe jetzt noch hier Luis, Sebastian und Oliver. Ist noch jemand da? Luis? Ich bin noch da. Ich fand es auch sehr, sehr schön und hoffe, dass dass wir vielleicht als Netzwerk weiter arbeiten können. Dankeschön. Ja, danke, super. Sebastian noch da? Ja, ich bin da. Ich fand es auch super toll, vor allen Dingen deine anfängliche Rede und würde mich freuen, dass ich vielleicht, wenn ich das irgendwie ein bisschen nachrecherchieren könnte, so schriftlich auf einer Webseite oder so, dieses Thema Bonobo, Kommunismus, das fand ich ganz interessant und danke, dass ich dabei sein durfte, ja. Ja, unser Einstieg ist ja immer www.nextscientistsforfuture.de, alles ein Wort. Das ist dort unser Einstieg. Okay. Wir haben allerdings 6 Homepages und 700 Sendungen im Internet, ne? Aber man kriegt einen Einstieg über nextscientistsforfuture.de. Alles klar, dankeschön. Tschüss. Tschüss. Dann Oliver, noch vielleicht ein Schlusswort? Also Oliver, willst du noch was sagen, Großer? Schlusswort vielleicht noch. Also ich glaube, er ist gar nicht da, aber ich würde dann gerne einspringen, der Thomas hier. Olli, willst du noch ein Schlusswort? Es fällt auf der Terrasse ab, glaube ich. Also vorhin. Ja, Thomas, sag du doch nochmal dein Schlusswort jetzt. Ja, mir fällt ein Zitat, also durch eure Gespräche kam mir ein Zitat im Sinne, was das vielleicht nochmal schön abschließt, von Tucholsky. Und der hat gesagt, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Ja, ja, genau. Und in dem Sinne, also es ist schon, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man auch mal drüber redet und, sag mal, überhaupt die Vernetzung stattfindet. Und ich wollte, ja, eigentlich nur sagen, also es gibt viele Vorreiter, die jetzt halt die Führung übernehmen und das einfach vorleben und ich, das, was wir hier machen eigentlich, ist aus dem Gefühl raus entstanden. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich kann nur jedem den Tipp geben, jetzt für die neue Zeit, auch die Zeit des Wandels genannt, es wird um uns herum viel Chaos geben, es wird aber auch Politiker und andere Menschen geben, die, sag ich mal so, es nicht mehr ertragen können, fürs System zu arbeiten und sie werden sich auf die Seite der Gerechtigkeit und der Wahrheit stellen. Und wie Sascha das gesagt hat, dass halt die Liebe und dieses Gefühl, was wir halt, also wir produzieren ein Gefühl und tragen praktisch dieses Paradies schon in uns, denn wir suchen zwar im Außen, aber finden können wir den Frieden und den Wandel nur in uns. Und wenn wir alle das Gleiche fühlen und das Gleiche wollen, dann kann das auch in die Welt gesetzt werden. Und wir setzen gerade den Samen und ich kann nur jedem empfehlen,
mehr reinfühlen, nicht so viel nachdenken, weil wir sind falsch, also teilweise sind viele noch in alten Programmierungen drin, gerade der Großteil der schweigenden Masse, die sind noch alle programmiert, aber nach und nach wird die Lüge so groß, dass viele es gar nicht mehr verheimlichen können. Und viele wissen es auch im Hintergrund, aber sie sind wie verhaftet und trauen, also wie verhaftet in der Gegenwart oder in der Vergangenheit, und die wollen nicht vor oder nicht zurück. Und auch die Polizei und die Politik hat Angst vor aufgeklärten Bürgern, die Verantwortung übernehmen, weil dann könnte man sie ja nicht mehr steuern und nicht mehr kontrollieren und so eine Sachen. Und ja, davor hat die Politik Angst, und wir bieten halt auch das Konzept an, dass jeder ein Teil dieser neuen Gesellschaft werden kann und jeder kann mit uns sprechen und auf uns zukommen und nicht nur sagen, wenn da im Fernsehen gesagt wird, das sind Nazis oder so. Alle Menschen, die zu uns kommen, auf einmal stehen die da und denken so, was ist denn hier los? Ihr seid ja gar keine Nazis, ihr seid ja voll liebe Menschen und so. Und ja, so kommt man ins Gespräch, weil dann fällt der Schleier der Täuschung weg. Ja. Und das geht nur, wenn wir von Herz zu Herz, am besten von Angesicht zu Angesicht, miteinander reden können und auch die Ruhe haben, bei den anderen hineinzuhören. Nicht zuhören, sondern hinhören, reinfühlen. Und dann können wir alle zusammen dieses Projekt, jeder seine eigenen Wünsche, Träume und Ziele, auch die Frage, wie soll denn die neue Verwaltungsform sein, wie wir uns selbst verwalten als Völker oder als Volk oder als Kommune und Staat. Und das ist alles, das entsteht jetzt wie ein Kunstwerk, dass sich vor unseren Augen immer weiter entwickelt. Für jeden Schritt, den wir gehen, machen wir neue Erfahrungen und merken, okay, so funktioniert es nicht. Und dann werden wir dabei die neue Welt praktisch spielerisch erfahren und erschaffen. Ja, alles klar. Seid ihr alle herzlich gerne eingeladen, wa? Alles klar, danke. Und vielleicht bereiten sich auf Ihr Schlusswort noch vor der Sascha und der Öff-Öff. Und ich mache jetzt schon mal mein Schlusswort. Mein Schlusswort heißt, dass wir im Prinzip alle eine bessere Welt und eine bessere Gesellschaft wollen und dass wir eben wirklich versuchen sollten, im Sinne der freien Argumentekultur, aber auch über konkrete Techniken bei der Arbeit im Kleinen, in Kommunen und über konkrete Techniken bei der Arbeit in der großen Politik zu sprechen. Und ich lade euch alle ein, genau da beim nächsten Mal dann weiterzumachen. Also herzliche Einladung, das, was wir heute gerade eben erst begonnen haben, beim nächsten Mal fortzusetzen und bis dahin sich zu überlegen, ja, was sind denn auch konkrete Techniken und konkrete Techniken auch für die Politik und für die Kommune, worüber wir diskutieren könnten, damit wir von den guten Wünschen zu den konkreten Diskussionen kommen. Und vielleicht kann jetzt Sascha noch sein Schlusswort sagen. Ja, also ich fand es wirklich sehr bereichernd. Danke nochmal an ÖFF für die Einladung und für die Gesprächsrunde. Und auch für das Netzwerk. Wie gesagt, ich habe vor, kleine Gemeinschaften und Kommunen zu vernetzen. Ich sehe mich als Vernetzer, wer Gemeinschaften hat, Land hat, die das aufbauen oder zur Verfügung stellen kann oder möchte, der darf gerne auch über den Garden of Freedom auf uns zukommen. Ich denke mal, die Kontaktdaten werden da weitergeleitet oder auch unter dieses Gespräch hier gesetzt, dass man sich mit uns auch in Verbindung setzen kann, damit wir dieses Pilzmethel bauen. Ja, vielleicht Öff-Öff, könntest du uns alle Links schicken, dass wir die Links, alles was gewünscht ist an Links, dass wir die dann unter die Sendung setzen, ja? Ich kann, was hier so an Links ist, kann ich sammeln, ne, und zuschicken, genau, ja. Das können wir machen, ja? Genau. Sehr gut, das war's von mir und ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Und wir hören uns auf jeden Fall wieder, ich bin mir da sicher, weil die Basis ist geschaffen, Samen sind überall gesetzt und jetzt geht es auch in die neue Welt und in die neue Zeit. Ja, da vielen Dank und Öff, dein Schlusswort noch und vielleicht für mich noch dieser eine Satz. Wir haben ja heute gezeigt, dass wir über alles reden können. Wir können über Kommunismus reden, wir können dass es wirklich kein Links und kein Rechts und kein Oben und kein Unten gibt, sondern dass wir alle nur Menschen sind, die einfach nur nach dem Weg zum Glück und zur Gesundheit und einer guten Gesellschaft suchen. Ja? Öff, dein Schlusswort? Ja, ich danke euch auch allen. Wir haben ein Beispiel gegeben, auch wieder in dieser Telefonkonferenz für die freie Argumente-Plattform. Und um die Einzelfragen so beantworten zu können, dass es eben aufs Ganze gesehen verantwortlich laufen kann, brauchen wir als Forderung überall, auch wo wir unsere Einzelziele dann benennen,
Wir brauchen aus meiner Sicht, dass wir als Schlüssel immer auch direkt dann die Forderung hinzufügen, wir möchten eine ausreichend gesellschaftsrelevant werdende freie Argumente-Plattform, die nach dem aufs Ganze Verantwortlichen gehen kann. Ja, und bis dahin sollten wir es selber machen. Da kaum jemand widersprechen können, auch kein Politiker, wenn er sich nicht offen als korrupt outen will oder als jemand, der die Wahrheit verhindern will. Also lasst uns diese Forderung auch als Schlüssel so mit ins Spiel bringen, auch zusätzlich zu den ganzen Einzelvorschlägen, die wir machen. Der Schlüssel muss greifen. Und bis dahin sollten wir es selber machen. Und deswegen herzliche Einladung zur nächsten Runde. Herzliche Einladung zur nächsten Runde. Ja. Ist das Schlusswort, ja? Ich bin fertig, ja. Ja, dann bis hoffentlich zum nächsten Mal. Wir haben uns jetzt ein bisschen angenähert und vielleicht beim nächsten Mal können wir noch mehr so über konkrete Techniken sprechen. Das klingt zwar ein bisschen technisch, aber hilft uns vielleicht mal so auf den Punkt zu kommen, was erwarte ich eigentlich von der Kommune der Zukunft und der Welt der Zukunft? Bis dann. Tschüssi, bis bald. Ja, tschüss. Tschüss. Seid alle mal Abend. Einfach in einer Woche wieder um 10, oder was? Gerne. Oder auch früher. Ja, öff, mach einen Termin klar. Du weißt, ich bin jeden Tag um 10 bereit. Außer Mittwoch. Alles klar. Außer Mittwoch. Ja, vielen Dank. Und ich würde vorschlagen, wir machen tatsächlich eine ganz normale Petition. Wir wollen eine freie Argumentekultur, öffentliche Debatten. Ja. Können wir auch machen, ja. Wir müssen da noch mehr Nachdruck vielleicht dann tun. Ja. Aber wir fordern das seit 30 Jahren. Ja. Alles klar. Hebel müssen. Jawohl. Bitte nächster Termin außer Mittwoch, jeder Tag möglich. Tschüss. Alles klar, tschüss. Willst du noch kurz drinbleiben? Tschüss.